Ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Abend von Gottes Haus. Gott hat mehr für dich. Amen. Und wir haben wieder sehr viel auf dem Herzen, wo wir in dieser Woche gebetet haben, wo wir gehört haben und geforscht haben, was ist dran? Was möchte der Herr uns heute Abend mit auf den Weg geben? Heute Abend ist wieder eine Zeit für Veränderung, eine Zeit für Erfrischung und Ermutigung. Und wenn du jetzt siehst draußen, wo es warm wird oder heiß wird und du auch da drin jetzt lebst, dann brauchst du unbedingt eine Erfrischung. Und zwar eine Erfrischung im Natürlichen, aber auch eine Erfrischung im Geist. Mhm. Allerdings. Und wir haben in dieser Woche wieder einige Zuschriften bekommen, wo Menschen einfach sehr dankbar sind für Erfrischung, für Zuspruch, für Ermutigung, für einfach das Wort Gottes, was in ihr Leben hineinkommt und sie selber aufbaut und erfrischt und verändert. Wir sind rund um den Globus mittlerweile zu sehen und zu hören und wir sind immer sehr begeistert über das, was uns auch zurückgemeldet wird. Und wir sehen, dass Ermutigung aus dem Wort Gottes länderübergreifend funktioniert, herzensübergreifend funktioniert und uns selber beschenkt. Und wir geben das, was wir bekommen haben, euch weiter. Wir teilen das. Wir sprechen uns die Dinge zu, über die wir heute Abend sprechen wollen. Und wir sind sehr dankbar, dass du mit dabei bist. Genauso haben wir Gebetsanliegen bekommen. Martin? Ja, wir haben viele Gebetsanliegen bekommen, aber zwei sind cool. Ja. Also ich werde die jetzt nicht im Detail vorlesen, aber es geht um dieses Körbchen da, die Arche. Ja, das Körbchen, das Mosekörbchen. Ja, du hast gesagt, das ist das gleiche Wort wie Arche, das ist das Mosekörbchen. Das stimmt. Und das war so, Sigrid hatte ja darüber gesprochen, über das Körbchen und dass wir die Gebetsanliegen da reintun und dass sie im Grunde genommen vom Herrn einfach, wie soll ich mal sagen, da drin gecovert sind, eingepackt sind und immer wieder auch erhoben werden. Genau, also es war eigentlich so, dass der Herr gesagt hat, tu die Gebetsanliegen in das Körbchen und warte, bis ich mein Werk vollendet habe. Und das wurde uns zu einem ganz großen und starken Bild. Und das meinen wir jetzt heute Abend. Nein, da waren unter anderem zwei Gebetsanliegen. Hier von jemand, der hat geschrieben, ich habe starke Schmerzen, habe Weichteil, Rheumatismus und so weiter. Und er proklamiert, dass der Berg der Krankheiten weichen muss. Und die Bibelstelle Markus 11, Vers 23 und so weiter. Und dann sagt er, das ist etwas, was ich glauben kann. Bitte am Freitag ins Körbchen. Genau. Danke. Und so, also einfach ein Anliegen, wo er sagt, bitte legt mich ins Körbchen. Und das hier ist noch cooler, das war auf Facebook. Da hat jemand geschrieben, also der hat einen Arbeitsplatz, wo er sich nicht frei bewegen kann, was sehr gezwungen ist durch diese ganzen Reglementierungen und so weiter. Ihm geht es schlecht damit. Er schreibt, jeder muss mitmachen und so weiter. Und er hat eine richtige Not, auch sonst, und schickt uns das und sagt, dann habe ich auch noch eine Hitzewelle in meiner Dachgeschosswohnung. Und schreibt er zum Schluss, ich will ins Körbchen. Ich will ins Körbchen. Ja. Genau. Halleluja, ihr kommt ins Körbchen. Genau. Und wir wollen gerade jetzt für die Leute beten, die jetzt unter Schmerzen leiden, die jetzt attackiert sind durch Schwäche in ihrem Geist, in ihrer Seele, aber auch körperlich. Einfach angegriffen mit Schwäche. Angegriffen durch bestimmte Situationen in deinem Leben und einfach auch durch Depressionen, durch bedrückende Gedanken, durch Dinge, die einfach jetzt in so eine Art Schwäche gemündet haben. Wir wollen für die Leute beten, die aktiv jetzt leiden unter diesem Virus oder einer anderen Viruserkrankung, egal in welche Attacke du jetzt gekommen bist, egal welches jetzt dein Leiden ist, deine Entmutigung ist, deine Schwäche ist. Wir wollen jetzt im Moment beten, dass diese Schwäche aus deinem Leben verschwindet. Wir proklamieren das Wort Gottes über
allen Menschen, die jetzt hier mit uns verbunden sind. Wir sprechen aus, diese Schwäche, diese Attacke, yes, ob im Geist, zurück, in der Seele, im zurück, Körper, sie soll ja gebunden sein im Namen, in Jesus. Namen Jesus. Im Namen Jesus. Wir rufen den Namen Jesus aus über, ja, alle, die jetzt hier mit uns verbunden sind. Und wir sprechen aus, der, yes, Name, yes, Jesus hat Heilung unter seinen Flügeln. Der Name Jesus, wann, Amen, immer er genannt wird, ist Rettung, yes, Heilung und Wiederherstellung. Krankheit und Schmerzen und Gebrechen müssen fliehen. Genau, und wir heben diesen Namen Jesus hoch. Herr, du bist König, König unserer Herzen. Wir erheben dich, wir erheben dich, wir erheben dein Blut. Wir erheben das Kreuz und die Auferstehung. Wir sagen, du bist der Herr. Du bist das A und das O, der Anfang und das Ende. Du bist der Beginner und der Vollender unseres Glaubens. Yes. Du bist der einzige Sohn Gottes, geboren, gestorben, begraben und auferstanden zur Rettung für uns. Du bist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja. Du bist der, der über allem ist. In dir ist alles, was wir brauchen. Und Herr, wir erheben deinen Namen. Wir sagen, du bist der, der über unser Leben wacht. Du bist der, der uns gerufen hat, herausgerufen. Und du hast uns gesetzt, dass wir, ja, hingehen und Frucht bringen. Amen. Und wir sprechen aus, dein Name sei hoch erhoben über diesen Abend, über den Menschen, die hier mit uns zusammen verbunden sind. Yes. Okay. Das heißt Amen und nicht okay. Amen. Amen. Ich wollte eigentlich nur noch mal kurz nachdenken, ob ich irgendetwas höre, was wir noch aussprechen sollten. Aber okay ist eigentlich ganz ähnlich wie Amen, wenn ich es mir richtig überlege. Ja, alle Dinge sind Ja und Amen in ihm, heißt es in der Bibel. Und wir brauchen in unserem Leben tatsächlich sein Ja und Amen. Ganz, ganz wichtig. Sein okay. Ja, sein okay in allem, was wir tun. Heute Abend geht es auch zum Teil um dieses okay, mach es so oder mach es so nicht. Und wir wollen dann darüber sprechen und diese Dinge mit euch teilen. Martin, hast du was auf dem Herzen? Ja, was du immer, uns immer jetzt mitteilen möchtest? Ich habe zwei Sachen auf dem Herzen. Oder wie auch immer. Dieses wunderbare Shofar zeige ich euch, weil wir haben, wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, zwei Shofar-Einsätze im August. Und zwar am 8. August gibt es einen Shofar-Einsatz, der ist in der Region Mittelfranken, so etwa Region Dinkelsbühl, ne? Also etwa 85 Kilometer südwestlich von Nürnberg, so die Ecke. Und am 20. August, das ist ein Donnerstag, ein ganz besonderer Tag. Ja, sind wir in der Nähe von Göppingen, also etwa 55 Kilometer östlich von Stuttgart, zu einem Shofar-Einsatz jeweils. Und diese Termine sind vom Herrn und diese Shofar-Einsätze sind vom Herrn. Und das ist der dritte und vierte Shofar-Einsatz, die wir hier mitorganisieren mit dem Christian Ölwein und dem Hermann Schneider. Sind wir dabei. Wir leiten das zu dritt. Martin, was ist ein Shofar-Einsatz? Ja, und da ist es so, dass aus ganz Deutschland eben Geschwister kommen, Männer wie Frauen, ja, zunehmend auch Frauen, interessant, wirklich, ja, wichtig. Und mit Shofar, jetzt hier so einem großen Kuduhorn oder hier so einem kleinen Witterhorn, was auch immer. Und wir kommen zusammen, um dort prophetisch zu blasen, einfach weil der Herr sein Volk zusammenruft und diesen Shofar-Einsatz zu machen. Da gibt es ein kurzes Teaching vorher, ein Zusammenkommen, ja, und dann geht man beispielsweise auf die Höhe oder was und dort wird eben strategisch geblasen. Ein Shofar ist eine Waffe, ist also kein Blasinstrument, kein Spielzeug, kein Musikinstrument, sondern eine tatsächlich eine geistliche Waffe. Wenn man sich damit beschäftigt, ist sehr interessant. Ja. Eigentlich, also für mich persönlich, ist es als Waffe so wie so ein Rambock. Mhm. Weißt du, so ein Rambock, mit dem man feindliche Mauern, feindliche Tore einfach immer wieder dagegen geht, bis die dann zusammenstürzen. Und das findest du auch in der Einnahme von Jericho und der Josua. Ja. Beim Shofar-Klang stürzen die Mauern ein. Ne? Also einfach als Bild dafür. Shofar ist etwas, mit dem feindliche Bollwerke und Festungen attackiert werden. Und wenn man das in Übereinstimmung macht, dann hat das Auswirkungen. Und das sind immer so
60, 80, 100 Leute, die zusammenkommen mit dem Schofa. Dann blasen wir da, wie gesagt, strategisch. Und ja, es ist einfach etwas, was wirklich was bewegt. Wenn du da keine Ahnung hast und das einfach dir mal angucken willst, bist du natürlich auch herzlich eingeladen. Genau, wahrscheinlich gibt's auch wieder. Man muss ja nicht jetzt sofort da mitblasen, wenn man sich noch nicht auskennt und so. Ja. Man kann da auch mit dabei sein, kann auch mit parallel dazu beten, ja, natürlich. Weil es ist ein Gebetseinsatz. Es ist nicht nur, jetzt blasen wir irgendwie in der Gegend rum, sondern es hat ja einen Hintergrund, einen Grund und einen Ausblick, ja, gerade für unser Land, für die Situation in unserem Land, für eine regionale Geschichte. Und genau, und also Schofa ist, wie gesagt, eine geistliche Waffe. Du kennst ja das mit dem Schwert, ne, das Wort des Geistes, also das Wort, ja, ja, ein Schwert ist eine andere Waffe, für andere Zwecke gedacht, ja, als so ein Rambock, ne, oder Pfeil und Bogen. Das sind Waffen, die du unterschiedlich einsetzt, und Schofa ist etwas, was zunehmend Christen Verständnis für entwickeln und sagen, Moment mal, das ist wirklich etwas, was mächtig ist, um die Bollwerke der Finsternis hier in unserer Nation oder über Mitteleuropa wirklich zu attackieren. Ne? Ich glaube, dass der Herr bestimmte Dinge, wieder neu betont. Es gibt Dinge wie Lobpreis wurde vor vielen Jahren wieder neu in unserem Land hochgehoben, betont, gesetzt, damit wir anbeten können. Genauso Gebet in Zungen, prophetisches Reden wird in diesen endzeitlichen Tagen eine ganz, ganz wichtige, große Rolle spielen. Und eben auch dieses mit dem Schofarblasen, das ist noch gar nicht, also ich empfinde es so, dass es noch gar nicht so sehr lange eine Betonung von Gott erhalten hat. Aber es hat uns gezeigt, dass ganz viele Leute das zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten ins Herz bekommen haben. Also da gibt es was Interessantes. Das Schofar ist von der Bedeutung her auch vor allen Dingen mit Endzeit verbunden. Also es hat eine endzeitliche Komponente. Vom Festtag ist es der Tag des Schofarblasens, ist der Fest, also Rosh Hashanah ist das heute bekannt, eigentlich Yom Teruah, das ist der fünfte Festtag bei den biblischen Festen, und das ist eigentlich genau das, was damit verbunden ist. Ja. Also der Tag des Gerichts, des Feuers, der Wiederkunft des Herrn und so weiter. Sehr interessant, sich damit zu beschäftigen, aber das wird jetzt heute hier den Rahmen sprengen. Ja, aber ich denke, wir können einen Gottesdienstteil einfach mal auch über diese Bedeutung von Schofar und in Bezug auf, ist auch eine gute Vorbereitung. Ich glaube, das machen wir mal. Aber so, warte mal, ich habe noch was. Dann, für die Leute, die da nicht kommen wollen oder können, wir haben aber noch eine super Schofar-Aktion, und zwar 2., 3., 4. Oktober haben wir unsere nächste Konferenz. Immer vorbehaltlich der Möglichkeiten mit den Repressalien, die es hier momentan gibt und den ganzen Regeln und so weiter. Das muss man natürlich gucken. Aber die Halle ist groß genug für etliche hundert Leute. Und da werden wir Schofar im Einsatz haben. Da werden wir Banner und Flaggen im Einsatz haben. Da wird getanzt. Also das ist Lobpreis, sehr, sehr prophetisch, sehr wegweisend. Wir wollen neues Land einnehmen, jeder für sich, aber auch für unsere Nation. Amen. Und es ist ja dieser Tag der deutschen Einheit, wo wir wirklich ein Zeichen setzen wollen und wo wir eine prophetische Zeichenhand machen. Ich finde das so spannend, dass dieser Termin kam. Wir hatten das so gar nicht wirklich vor, weil im Frühjahr hatten wir eine Konferenz. Und das war die Konferenz, wo am Sonntagmittag quasi der Vorhang fiel und der Lockdown eingesetzt hat. Und wir beten jetzt da rein, dass wir diesen Termin wahrnehmen können und dass wir da diese wichtige Konferenz starten können. Wir haben mit unserem Lobpreisleitern gesprochen. Sie haben ein Ja in ihrem Herzen gehabt, und wir haben mit unseren Mitarbeitern gesprochen, und sie haben auch ein Ja dazu gehabt. Und so laufen wir jetzt auf diese Konferenz zu. Und was uns auf dem Herzen ist, das ist auch, dass wir
Beter finden, die mit uns gemeinsam durch die Vorbereitungszeit jetzt gehen, dass wir Beter finden, die auch für den Dienst von Gottes Haus beten, ernsthaft beten, die sich Zeit dafür nehmen. Und was uns ganz wichtig ist, ist nicht beten, weil es so eine Verpflichtung ist oder weil, jetzt habe ich gesagt, ich mache da mit oder so, sondern wirklich, dass der Herr dir das ins Herz gibt und du sagst, ja, ich möchte gerne für diesen Dienst Gottes Haus beten. Dazu musst du nicht hier anreisen, dazu musst du nicht jeden Tag irgendwie einen Anruf, ein Mail oder sonst irgendwas bekommen, sondern es muss eine Herzenssache sein, eine Herzensverbundenheit mit uns, mit dem Dienst von Gottes Haus und eben im drauf zu laufen auf diese Konferenz. Wer das auf dem Herzen hat, er hat sich eingeladen. Genau. Hast du jetzt noch was Organisatorisches? Ja. Mit den, ja, dann mach mal. Du hast den Namen schon fast ausgeplaudert von der Konferenz. Ich habe den Namen schon fast ausgeplaudert. Ja, darf man das nicht? Bitte, dann sag's doch komplett. Nein, das darfst du jetzt sagen. Also der Name der Konferenz heißt Neuland. Ja. Neuland. Also bei uns diese Veranstaltung, die Leute, die schon mal da waren, die wissen das, das ist immer so ein prophetischer Fluss. Wir haben kein Programm weitgehend, ein bisschen den Rahmen abgesteckt. Schreib uns nicht an und sag, wann ist was. Genau, das funktioniert nicht, sondern wir gehen da frei im Fluss des Heiligen Geistes rein und es ist immer ein bisschen, ich will nicht sagen, es ist nicht chaotisch, sondern es ist eine Heilig-Geist-Ordnung. Und da laufen viele Sachen parallel, ist ganz interessant. Mhm. Und es ist immer grandios. Wir sind begeistert hinterher, was der Herr getan hat. Ja, sehr vielschichtig. Super gute Rückmeldungen von der letzten Konferenz bekommen, wo Leute wirklich frei geworden sind, Befreiungsdienst gesegnet worden sind, gesund geworden sind, ermutigt worden sind. Also wir freuen uns auf diese Konferenz Neuland und wir denken, da hat der Herr wirklich Neuland für uns. Der Termin kam vom Herrn, der Titel kam vom Herrn. So, da gehen wir davon aus, das ganze Setting kommt auch von ihm. Also das wird wieder spannend. Das wird cool. Unsere Konferenzen haben alle so etwas spannende Namen. Die letzte Konferenz hieß Brothaus-Konferenz. Davor hatten wir Durchbruch. Davor hatten wir Overflow. Overflow und alle solche Dinge. Und sie bezeichnen einfach wie so einen Kurs, unter dem die Konferenz steht. Unsere erste hieß Himmelstor. Ja, auch sehr wichtig, sehr gut. Immer auch mit einem so etwas, was persönlich für uns ist, aber auch für unsere Nation. Und ich habe gedacht, nach diesen anstrengenden Monaten jetzt und ein paar liegen ja noch vor uns, ist es ein wirkliches, wie ein, also für mich war es wie so ein Ausblick, wie so ein Neuland. Wir lassen diese Wüste hinter uns und wir gehen in etwas Neues hinein. Und Amen. Das ist für uns wirklich zu einem sichtbaren Zeichen jetzt, worauf wir hinbeten. Wir erwarten, dass es in Deutschland wirklich Veränderung kommt. Der Herr hat das so deutlich gesprochen mit den Erschütterungen und diesen Sachen. Da sage ich noch mal was zu der Broschüre. Genau. Ich habe ja euch schon informiert, ich arbeite an der Broschüre, die ist jetzt auch soweit textlich fertiggestellt. Layout ist schon in Arbeit, die wird 36 Seiten haben, also das ist nicht ein dünnes Heftchen, sondern das ist schon was Gescheites und wird kostenlos von unserem Dienst weitergegeben, einfach Gott und das deutschsprachige Europa, ein prophetischer Wegweiser, wo verschiedenste prophetische Impulse, manche älter, manche brandaktuell, zusammenkommen, die über das sprechen, was wir gerade erleben. Diese Erschütterung, diese Veränderung, was da kommen wird, was davon zukommt, wie sich das auswirken wird. Denn weißt du, eins ist ja ganz, ganz extrem wichtig. Wir sehen das, was die Medien uns also in unüberschaubarer Fülle an Informationen geben, ja, und diesen Bereich hast du. Dann hast du eventuell, falls du dazu beschäftigst dich mit alternativen Medien und guckst, was da ist. Aber weißt du was? Beides ist nur menschliche Information. Ja, das stimmt. Beides ist auf dem irdischen Level. Natürlich. Das ist, ja, natürlich ein Level. Das ist nicht verkehrt, aber das ist eben nur auf diesem Level. Ja, egal, was da jetzt wahr ist oder fake ist oder unwahr, ist mal unrelevant. Was wir brauchen als Christen, ist was völlig anderes.
Wir müssen wissen, was Gott sagt. Ja, ja, amen. Das ist entscheidend. Yes. Denn egal, ob du für oder gegen die Maßnahmen bist oder was auch immer, es ist alles auf dem menschlichen Level. Und wenn du dich mit dem prophetischen Wort beschäftigst, was sagt Gott zu dieser Situation, dann wirst du erstaunt sein, da kommt was völlig anderes raus, als das, was du hier im Natürlichen sehen kannst. Und das ist extrem spannend. Und deshalb habe ich diese Broschüre wirklich zusammengetragen. Ich schätze mal, wenn es gut geht, wird die so in 4 Wochen wird sie zur Verfügung stehen. Mhm. Ja, das wird richtig gut. Ja. Ja. Gut. Martin. Du hast echt ein krasses T-Shirt heute an. Ich habe sonst nie ein T-Shirt an. Und wir haben drüber gesprochen. Ich habe gesagt, du musst das mal im Ganzen zeigen. Okay. Damit, also hier. Da steht drauf Dragon Slayer. Und in der Mitte ist ein Drachen, der halt aufgespießt ist mit dem Schwert. Dragon Slayer. Heißt, was bedeutet das? Dragon Slayer heißt Drachentöter. Ja. Und das ist ein T-Shirt, das gibt es bei Zephan, kann man da bestellen. Das ist für alle Nationen. Ja, kann man da im Shop bestellen. Von Reinhard Bonke gegründet und jetzt von Daniel Kolender. Genau. Und da gibt es das neue Buch von Daniel Kolender, Drachen töten. Und dazu gibt es eben dann hier dieses schicke T-Shirt. Aber das muss man extra bestellen. Das ja, aber da gibt es auch so Hoodies und einen Beutel dazu mit dem Aufdruck, also ganz cool. Aber das Buch ist natürlich auch cool. Ja, ja. Es ist ein Buch, ich würde mal sagen, so die Grundlagen zum Thema Befreiungsdienst, wie das mit Dämonen ist und so weiter. Ein paar coole Storys und auch vor allen Dingen spricht er über unser Denken. Wo ist unser Denken überhaupt nicht, sagen wir mal, erlöst, sondern einfach im Irdischen hängen geblieben. Wo denken wir, wie der Feind will, dass wir denken und so weiter. Mhm. Extrem interessant, also sehr bereichernd. Ja, genau, Drachen töten. Also er schreibt geistliche Kampfführung in Theorie und Praxis, aber es ist eher so ein Thema, wo er sagt, er geht sehr nüchtern daran, sehr positiv, ne? Sehr praktisch. Sehr zu empfehlen. Und wie gesagt, ein schönes T-Shirt gibt es dazu auch. Also der Martin ist eigentlich keiner, der so T-Shirt aufgedruckte Sachen mag. Aber manchmal ist es so, dass wir das prophetisch als ein Statement anziehen oder nehmen und sagen, das ist das, wofür wir stehen. Ja. Wir wollen dem Feind keine Ehre geben. Der wird erledigt. Er wird keinen Sieg, weder in deinem noch in meinem Leben, in unserem Leben, wird er keinen Sieg haben. Amen. Und wir stehen dagegen. Wir stehen dagegen auf. Genau wie wir vorhin gebetet haben, gegen Mächte der Krankheit, gegen Mächte der Depression, gegen Mächte von Raubzügen in finanziellen Dingen, in allen Dingen unseres Lebens, versucht der Feind immer wieder, egal auf welche Schliche, versucht er immer wieder, uns zu attackieren, immer wieder ein Türchen zu finden, immer wieder uns unter seine Knute zu kriegen. Und wir müssen einen Stand einnehmen. Wir sind die Drachentöter. Ja? Ja, wir sind diejenigen, die wirklich dagegen angehen. Ich weiß, jetzt sagt der eine andere, naja, Jesus hat doch die Schlange besiegt und den Kopf zertreten. Amen, das ist ja richtig. Ja. Nur wir müssen in diesen Sieg hineinkommen. Wir müssen in diesem Sieg leben. Und das ist übrigens einüben. Gleich mein Predigtthema. Wie kommen wir denn, oder wie dass wir da drin gehen? Ja, es ist leicht, von einem besiegten Feind zu kapitulieren. Ja? Und das tun viele Christen. Der Feind ist besiegt und sie kapitulieren trotzdem. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns damit beschäftigen und uns bewusst sind, dass der Feind besiegt ist und es in unserem Leben real erfahren. Und da müssen wir erstmal hinkommen. Ja? Denn viele Christen sagen, ja, der Feind ist ja besiegt, aber trotzdem wütet er in ihrem Leben. So, und das ist ja die Krux. Und da müssen wir gucken, dass eben da wir in dem Sieg und in dem, was der Herr für uns hat, wirklich drin leben und das real in unserem Leben erfahren. Was ich nur noch sagen wollte, also das Buch kannst du auch bei uns im Shop bestellen. Das T-Shirt nicht, nein. Aber das Buch gibt es bei uns, das T-Shirt gibt es bei Zephan. Also nochmal zu dem, dass wir Bücher vorstellen. Wir möchten gerne, dass du zu Hause, wo du Zeit hast, Raum hast, vielleicht Gelegenheiten hast, dich mehr in ein Thema reinzuarbeiten. Vielleicht ist es auch die Betonung jetzt gerade für dein Leben, für bestimmte Situationen, dass du da weiterkommst. Wir möchten gerne, dass wir jetzt in dieser Zeit auch
stark werden, dass wir, in der Bibel heißt es, werdet stark und werdet stark in der Macht Gottes, werdet stark in der Kraft Gottes. Und manchmal müssen wir einfach Dinge erklärt bekommen, Dinge gelehrt bekommen. Und manchmal ist es dazu nötig, dass man sich hinsetzt und einfach wirklich anfängt, ein Buch zu lesen. Weißt du, bei unserem Shop, das ist ein bisschen anders als so ein normaler Buchshop. Alle Bücher, die da drin sind, die haben wir selber gelesen, haben gesagt, das ist gute Kost, das ist was Gutes, was wir weiterempfehlen können. Da ist also nichts drin, um Umsatz zu machen oder sowas, sondern wir sagen, das sind wirklich gute Titel. Da findest du auch keine Unterhaltungslektüre, Romane, Essays oder sonst was, sondern das ist wirklich, wie soll ich mal sagen, Schwarzbrot, sagt man ja. Das ist nichts für geistliche Kleinkinder, sondern das ist etwas, was dich wirklich, wirklich weiterbringt. Auch die Bücher, die wir geschrieben haben, das sind Bücher, wie soll ich mal sagen, die einen weiterbringen, die ermutigen, die stärken, die Vision geben und die einen voranbringen, in den Wegen Gottes voranzugehen. Da ist beispielsweise dieses Buch Drachen töten. Du musst wissen, mit was du dich dann beschäftigst, ja, und wenn du da reingehst. Aber wenn jemand sagt, Jesus hat uns aufgefordert, die Kranken zu heilen, die Dämonen auszutreiben und ich will da hineingehen, das ist das Wirken des Heiligen Geistes übrigens dann in dir, dann sind solche Bücher Gold wert, ja, weil die helfen dir nämlich einen Blick dafür zu bekommen, über diese übernatürlichen Zusammenhänge, wie du da weiter voranpressen kannst. Ja. Amen. Amen. Ich habe noch was. Was? Ja, dann sprich. Ich habe noch was. Für die Freunde von guten Texten. Ja, jetzt ist das ein völlig anderes Ding. Jetzt bin ich gespannt, wie du die Kurve... Ja, das ist jetzt... Also jetzt, jetzt Thema beendet, jetzt gehen wir mal auf das Corona-Thema kurz ein. Und zwar ist es so, da sind ja sehr viele Rückmeldungen auch zu uns gekommen, wo Leute sich bedanken, einfach, dass man das Ganze mal ein bisschen beleuchtet und nicht nur abnickt, nicht alles nur toll findet. Wir haben viele Leute die haben uns angeschrieben, in ihren Gemeinden wird ständig nur, wie soll ich mal sagen, alles, was von der Regierung kommt, als gut und richtig und bestens geschildert und so, wie soll ich mal sagen, so totgeschwiegen alles. Jede Form von Kritik ist nicht gewünscht. Man ist sofort rechtsradikal, Verschwörungstheoretiker. In Gemeinden wird man so bezeichnet. Übrigens haben wir auch bekommen. Und am ersten Corona-Video... Oder wenn man sich jetzt zum Beispiel, das ist mir so aufgefallen, wenn man sich jetzt nicht mit den offiziellen Mainstream-Nachrichten beschäftigt, sondern einfach auch im Internet schaut. Wir haben viele Dinge auch zugeschickt bekommen, wo wir geguckt haben, ist das wirklich eine gute Richtung oder muss man da etwas vorsichtig sein? Selbst bei diesen Dingen, du musst immer wie soll ich sagen, du musst prüfen. Du musst dich vom Heiligen Geist leiten lassen. Und trotzdem ist es eben so, wir beide wollen in einer großen Freiheit leben und wir möchten nicht so gerne vorgeschrieben bekommen, das musst du glauben und das darfst du nicht glauben. Und dann hat man gleich so ein bisschen den Stempel jetzt bekommen, du bist auf der Seite der Verschwörungstheoretiker. Und das ist mittlerweile eine Schublade geworden für die Leute, die sich mit alternativen Medien beschäftigen. Das sind ja wirklich Begriffe, die gab es früher ja gar nicht. Vor 3 Monaten hat noch niemand von alternativen Medien gesprochen. Zumindest nicht in dem Zusammenhang. Ja, zumindest und nicht in der Häufigkeit. Ja, aber vor allen Dingen, das ist eine riesige Kiste. So wie du nur sagst, ich finde das komisch, dass die Zahlen passen irgendwie nicht. Schon bist du in der Kiste drin. Und das ist vollkommen daneben, also wirklich. Ja. Jetzt gibt es natürlich da im Internet... Wirklich. Ein Haufen Schrott. Ja, das stimmt. Es gibt einen Haufen gute Sachen und man hat es ein bisschen schwierig, sich das anzuschauen. Jetzt für die Leute, die gerne lesen, und zwar hochwertige Texte, also guten Journalismus. Gut geschrieben. Es gibt solche Leute, die mögen das. Ja, ist nicht jedermanns Ding. Wer lieber Videos guckt, für den ist das Lesen mitunter nicht das Medium. Ja. Es ist also wirklich gute, hochwertige journalistische Schreiberei, der möge bitte mal auf der Seite Vera Längsfeld schauen. Vera mit V, Vera minus Längsfeld, L-E mit E, Längsfeld.de. Vera Längsfeld ist eine
frühere Politikerin, die war aus der DDR, war als Bürgerrechtlerin aktiv, war wohl auch in der SED, wurde dann dort ausgeschlossen, ist dann nach der Wende, war sie in dieser Volkskammer der DDR 1990, das war dieses erste frei gewählte Parlament da, und war dann für 15 Jahre Mitglied im Deutschen Bundestag von 1919 bis 2005, erst bei den Grünen und dann bei der CDU. So, und diese Vera Lengsfeld, die hat eine Webseite, wo ganz unterschiedliche Gastautoren Texte da publizieren, und die sind wirklich sehr gut, ganz, ganz unterschiedliche Ansätze, aber kritisch in einem positiven Sinne, sehr bereichernd. Also wenn du gerne was liest, schau dir mal diese Seite von der Vera Lengsfeld an, wird dich auch eventuell segnen, wenn auch gleich da keinerlei christlicher Anspruch oder was dahinter ist. Ne? Das ist etwas, was... Ist nur Information, ist sehr sachlich geschrieben, ist nicht reißerisch geschrieben. Und man kann sich so... Ich glaube, sie hat verschiedene Gastredakteure, nennt man die? Nee, Journalisten. Ja. Es ist nicht so... wie soll ich sagen? Es ist wirklich, ja. Guck mal rein, ist gut. Genau. Und noch eine letzte Info, und dann bin ich auch wirklich fertig. Okay. es gibt inzwischen, wir werden wahrscheinlich nächsten Freitag mal ein bisschen da mehr was drüber sagen, das sind Christen im Widerstand gegen diese ganzen Corona-Maßnahmen und so weiter. Da gibt es verschiedenste Gruppierungen schon, wo sich Leute treffen und sagen, da sind wir nicht mit einverstanden, was hier läuft, diese Aushebelung der Grundrechte, diese Zensur, das, was da stattfindet. Und da gibt es auch Christen, und da gibt es eine Bewegung, Christen im Widerstand, finde ich bemerkenswert. Also Leute, die eben nicht sagen, wir nicken alles ab, was die Obrigkeit sagt, wir sind nur dazu da, abzunicken und Ja zu sagen, sondern die sagen, Moment mal, wir stehen auf für die Dinge, die uns wichtig sind, die auch von einer christlichen Position wichtig sind, die demokratisch sind. Und genau, also das wollte ich nur kurz ankündigen, und ich denke, wir werden nächsten Freitag mal drüber sprechen. Genau, dieses Büchlein, das war eines der letzten Projekte, die Christoph noch durchgebracht hat. Der Ausweg aus der Corona-Krise. Es ist ein Heft, was über Heilung spricht, Heilungsbibelstellen hat. Und Christoph hatte noch sehr viel vor, so haben wir das von seiner Familie gehört. So, als ich gehört habe, dass er nach Hause gegangen ist, habe ich am Anfang gedacht, oh, das ist ja wirklich schade, dass er schon gehen musste. Und als erstes kam mir eine Bibelstelle in den Sinn, die ist aus Psalm 116, Vers 15. Kostbar ist in den Augen Gottes der Tod seiner Frommen. Das ist etwas, wo ich sage, Gott hat einen Stempel, der heißt kostbar. Und diesen Stempel, diese Bewertung, diese wertvolle Aussage, die für die Kinder, die im Glauben an den großen Gott, an den, der ihr Leben in den Händen hält, die in ihm sterben, so nennen wir das ja. Kostbar ist in den Augen Gottes der Tod seiner Frommen. So, als ich dann über dieses nachdachte und so, ich habe dann gesagt, ach Herr, das ist ja wirklich irgendwie, wie soll ich das denn jetzt so für mich greifbar machen? Und dann hat der Heilige Geist mich an ein ganz kleines praktisches Beispiel erinnert, und ich liebe diese praktischen Beispiele in meinem Leben, über die der Herr zu mir spricht, damit ich Prinzipien des Reiches Gottes, seine Vorgehensweise in meinem Leben, dass ich sie besser verstehen kann. Und in Bezug auf dieses Nachhausegehen oder abgerufen werden von dieser Erde, da habe ich mich dran erinnert, wie das war, wenn unsere Kinder irgendwo bei Spielkameraden unterwegs waren, und die haben gespielt und getobt, und ja, manchmal sind auch ein paar Tränen geflossen, und manchmal hat es auch mit den Beziehungen nicht so geklappt, und man hatte sich mal gezankt und wieder vertragen und wie das eben ist. Aber dann kam der Zeitpunkt, dass es zu einem Ende kam.
Und das Interessante ist, in meiner Kindheit und auch im Leben von unseren Kindern gab es diesen Familienpfiff. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder vielleicht ist es bei dir ein Ruf oder ein Wort oder was auch immer, was die Familie zusammenruft. Und bei uns ist es so ein bestimmter Pfiff. Und wenn wir den hören, dann wissen wir, ach, die eine ist da, der andere ist da und man weiß, man kann sich orientieren. Und abends, wenn unsere Kinder von der Nachbarschaft nach Hause kommen sollten, dann kam dieser Pfiff von dem Papa und dann hieß das, oh, wir müssen nach Hause gehen. Die Zeit ist abgelaufen. Manchmal versuchten dann unsere Kids, dieses Treffen noch rauszuziehen und rauszuzögern, was nur irgendwie ging. Aber innen drin wussten sie, eigentlich muss ich nach Hause kommen. Es ist Zeit. Es ist Abend geworden. Und trotzdem kam dann manchmal, wenn sogar Martin die Kinder abholen musste, kam dann so, Papa, auch noch nicht, nicht jetzt, warte doch noch. Und er wusste aber, dass es keinen Raum mehr jetzt für Warten oder Rauszögern oder was auch immer gab. Und oft ist es so gewesen, dass sie vielleicht sogar ärgerlich waren, dass jetzt diese Zeit zu Ende ging. Oder dass es dann sogar Tränen zum Abschied gab. Manchmal war es auch so, dass sie gar nicht drauf reagiert haben und Martin musste hingehen und sie wirklich auf den Arm nehmen, als sie halt noch kleiner waren, und sie wirklich nach Hause tragen. Und es war ein großer Abschiedsschmerz da. Manchmal war auch der Abschiedsschmerz bei denen, die als Spielkameraden oder als, die mit denen man zusammen war, dass die auch geweint haben und gesagt haben, bleib doch noch. Aber der Zeitpunkt war gekommen für den Abschied. Und oft hat dann der Papa das Kind auf den Arm genommen und hat es nach Hause getragen. Manchmal mussten die anderen auch getröstet werden über diesen Verlust des Kameraden, über den Verlust, dass man sich jetzt trennen musste. Und man hat gesagt, wir haben doch noch so viel vor, wir haben so viel geplant und das kann doch nicht sein, dass wir jetzt auseinandergehen müssen. Und doch hatte der Papa gerufen, der Papa hatte diesen Familienpfiff ausgesandt und der Papa kam vielleicht so sogar und hat das Kind auf den Arm genommen, um es nach Hause zu tragen. Als ich darüber nachgedacht habe, hat mich das sehr bewegt, weil es ist so ein einfaches Beispiel, aber versteht ihr, wir müssen mehr wissen, wer ist der Vater im Himmel? Wer ist der Papa, der kommt, um sein Kind abzuholen? Wer ist der, auf dessen Schulter wir, an dessen Schulter wir uns anlehnen können, der uns nach Hause trägt? Der weiß, es ist jetzt Zeit. Der weiß, es ist Abend geworden. Der weiß, weil er den Überblick hat. Und wir müssen den Menschen, die jetzt gerade auch in vielleicht diesen Abschiedsphasen sind, wir müssen ihnen von dem Vater im Himmel erzählen und dass er alle Dinge hat und sieht und tut. Und dann weiß ich, dass manche Leute dann sagen, ja, aber ich habe keinen Vater im Himmel, ich kenne ihn gar nicht, weil immer wenn ich vom Vater im Himmel spreche, dann muss ich an meinen Vater denken und mit dem hatte ich ein ganz schlechtes Verhältnis. So, wenn du jemand davon bist, der so geprägt ist, dann ist das traurig, ja. Aber schau, du kannst dich heute von dieser Meinung, von diesem Gefühl, von diesem, kannst du dich trennen. Du kannst dich davon abschneiden und du kannst ins Gebet gehen und sagen, ich möchte den Vater im Himmel kennenlernen. Denn weißt du, der Vater im Himmel ist nicht vergleichbar mit dem Vater auf der Erde. Nur in manchen Dingen lässt Gott uns etwas ahnen oder so empfinden, gerade von diesem Vertrauen oder von dem Tragen oder wie auch immer.
Aber wenn du das in deiner Kindheit nicht erlebt hast, dann stimmt das. Es wird einen Teil Verlust in deinem Leben geben. Aber die Bibel spricht über den Vater im Himmel. Sie spricht immer davon. Und wenn du das Vaterunser betest, fängt das genauso an. Unser Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wir sprechen ihn so an. Und Jesus selbst sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Also, wenn du jetzt in deiner Familie jemanden hast, der wirklich auf dieser letzten Wegstation ist, sprich mit ihm über den Vater. Sprich mit ihm über den Vater, der weit geöffnete Arme hat. Sprich mit ihm, dass dieser Vater wartet auf vielleicht die verlorene Tochter, den verlorenen Sohn oder überhaupt wartet. Denn er hat versprochen, dass er die Wohnung für uns vorbereitet. Wenn das abgeschlossen ist, wird er uns nach Hause rufen. Und die andere Bibelstelle, an die ich auch noch erinnert wurde, die steht in Offenbarung 21, Vers 4. Er, der Vater, wird in eurer Mitte wohnen und er wird euer Gott sein und ihr werdet sein Volk sein. Und er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Neues ist geworden. Du kommst nach Hause. Verstehst du? Du kommst nach Hause. Du musst nicht unter den Schmerzen, unter den Tränen, unter dieser Belastung bleiben, sondern der Vater kommt und er nimmt dich auf den Arm und er wird dich nach Hause tragen. Als ich darüber nachgedacht habe, hat mich das wirklich ins Gebet geführt und ich war so dankbar, dass ich Gott als Vater im Himmel kenne. Dass Jesus gesagt hat, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. So, unsere ganze Ausrichtung muss diese sein, dass wir sagen, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige, die suchen wir. Und rede mit deinen Leuten, mit den Menschen, die in solchen Phasen sind, vielleicht auch in ganz normalen Phasen, rede mit ihnen über den Vater im Himmel. Mach du dir selber Gedanken darüber, was denke ich denn, wie empfinde ich denn den Vater im Himmel? Und bohr dich da rein, denk dich da rein, les Bibelstellen, ruf Programme auf deinem PC auf, die über den Vater im Himmel sprechen. Und lese und bete dich da rein, dass du ein tiefes Verständnis von diesen Dingen des Reiches Gottes bekommst. So, das war diese Information, die ich von diesem Abscheiden, von dem Umzug, von dem letzten Umzug von Christoph Häselbarth hatte. Und wie der Herr mit mir darüber gesprochen hat. Und ich bete, dass es den einen oder anderen von euch jetzt auch zu einem großen Segen wird. Das Thema, was ich heute auf dem Herzen habe, das ist auch dieses Entscheidungen. Jetzt ja oder warten, drauf losgehen oder zurückhalten. Situationen, die in unserem Leben sind und wo wir eine Entscheidung treffen müssen. Und wie soll man sich angesichts großer Fragen im Leben verhalten? Wir haben auch in dieser Woche Gebetsanliegen bekommen, wo einfach Fragen da sind. Wie sollen wir das denn entscheiden? Soll ich mich zurückziehen? Soll ich drauf loslaufen? Soll ich gar nichts machen? Was soll ich in diesen Situationen tun? Wie soll ich mich entscheiden? Und welche Fragen sind da, wo ich mich wirklich positionieren muss, wo ich etwas entscheiden muss? Welchen Kurs schlage ich ein? Oder soll ich einfach nichts tun? Soll ich die Dinge einfach laufen lassen? Soll ich mich mit Menschen beraten? Oder soll ich lieber sagen, ach nee, Menschen ist nicht so gut?
soll ich gleich heute diese Sache entscheiden? Gleich jetzt. Und ich gehe ans Telefon oder ich schreibe einen Brief oder was auch immer. Jetzt schnell. Soll ich das so machen? Oder soll ich warten? Was soll ich in dieser Situation tun? Und oft sind wir wie blockiert, weil wir im Moment keine Antwort, keine Strategie und keinen Plan haben. Und wir fühlen uns oft so überfordert damit. Und eine Antwort scheint wirklich weit weg zu sein und jenseits all unseres Vorstellungsvermögens. Und wir können einfach nicht richtig wissen, was wir tun sollen. Ich will dich einladen, jetzt mit mir vielleicht einen kleinen Gang in das Hauptquartier oder den Palast oder auf das Kampffeld von dem König David zu machen. Da, wo strategisch gedacht wird, wo strategisch geplant wird, und uns mit David zusammenzutun, mit David, dem großen Kämpfer, diesem König und diesem Typ, der mit Löwen und Bär gekämpft hatte und der von sich sagen konnte, ich habe das geübt und ich weiß, wie das geht und ich habe ihn besiegt. Der Typ, der gegen Goliath angetreten ist und der selbst gegen die Schlachtreihen Sauls siegreich hervorgegangen ist, und der mit 30.000 Auserwählten die Lade Gottes zu sich nach Hause geholt hat. Dieser Typ und seine Siege, die schauen wir uns so gerne an und wir sagen, hey, das möchte ich auch erleben. Ich möchte auch beten und dann kommt der Sieg und dann kann ich richtig feiern. Und wir wissen, David wird als einer der großen der großen Sieger in dem Alten Testament beschrieben. Sein Name ist gültig bis heute. Sein Name gehört zum Stammbaum Jesu und er wird als der Liebling in den Gesängen bezeichnet. Der Gesalbte und der Liebling in den Gesängen Israels. Und in einem seiner ihm zugeschriebenen Abschiedslieder in 2. Samuel 23, da kannst du das nachlesen. Er war in den Gesängen Israels und er war selber einer, der sehr gerne gesungen hat und der uns die Psalmen geschrieben hat, damit wir in Anbetung kommen. Aber schauen wir heute mal in 1. Chronik 14, 8 bis 17. Das ist echt eine Situation, wo ich dachte, hey, das kommt mir doch sehr bekannt vor. Also, die Philister, das waren die Feinde Israels. Und die Philister hatten gehört, dass David zum König über ganz Israel gesalbt war. Und was machen sie? Sie rücken gegen David an. Vielleicht kennst du das in deinem Leben auch, dass du auf einmal merkst, wie eine feindliche Attacke gegen dich läuft. Vielleicht weißt du im Moment noch nicht, aus welcher Ecke kommt das, aber du fühlst dich komisch, du fühlst dich bedrängt. Vielleicht hat jemand etwas zu dir gesagt, vielleicht gab es eine Zurückweisung, vielleicht gab es Ablehnung, vielleicht gab es Missverständnisse, vielleicht hat dir auch jemand wirklich übelst wehgetan. Das sind Situationen, wo wir empfinden, dass der Feind gegen uns anrückt. Es ist nicht so, dass die Menschen selbst immer nur Böses für dich im Sinn haben, sondern sie werden oft benutzt, vom Feind in bösen Attacken gegen dich auszugreifen. Die Philister bei David kommen in die Ebene Rephaim. Und David sieht dieses feindliche Heer. Vielleicht hast du jetzt auch gerade eine Einschätzung über die Situation, in der du dich befindest und die hochätzend ist. Was machst du? Was tust du jetzt? Gerade wenn du merkst, ich bin attackiert, vielleicht weinst du, vielleicht bist du zornig, vielleicht bist du ärgerlich, vielleicht könntest du gerade so ausholen und den anderen eine ins Gesicht schlagen. Was tust du? Es ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir uns bewusst werden, wie wir auf Situationen reagieren. Weißt du was? Manchmal erlebe ich das, es kommt
ein E-Mail oder es kommt ein Anruf oder es passiert eine Sache, wenn ich irgendwo unterwegs bin und schon ist von der einen auf die andere Minute die Sache total anders und ich komme in einen Ärger rein oder in eine Frustration oder was auch immer. Entschuldigung. So, es ist sehr, sehr, sehr entscheidend, wenn die Attacke gegen uns aufgebaut ist, auch so wie hier mit den Philistern bei David, was wir tun. Und es heißt hier in dem ersten Chronikbuch, Kapitel 14, und David befragte Gott. Ich weiß, dass das eine Herausforderung für uns ist. Sich zuerst auf Gott zurückzubesinnen, sich zuerst an Gott zu wenden. Hey, Herr, was sagst du denn zu dieser Situation? Was sagst du denn zu den Menschen um mich herum? Was sagst du dazu, dass sie mich wirklich in meinen Rechten betrügen, beschneiden, dass sie mir nicht glauben, dass sie Böses über mich erzählt haben, dass sie mich ärgern, dass sie mir alles wegnehmen wollen, dass ich krank geworden bin, gerade jetzt. Was sagst du darüber, Gott? Und David fragt Gott hier in dieser brisanten Situation, soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Wirst du sie in meine Hand geben? David brauchte ganz, ganz dringend in dieser feindlich gesinnten Auseinandersetzung etwas, was größer war als er selbst. Er brauchte diese Zuversicht, ob Gott an seiner Seite wäre, wenn er die Entscheidung treffen würde, den Feind zu attackieren. Er brauchte diese Hoffnung, dass Gott für ihn ist, wenn er sich gegen den Feind stellt, wenn er den Sieg Jesu, also übertragen auf uns, wenn wir den Sieg Jesu proklamieren, wenn wir in einer Situation, wo wir diesen Angriff spüren, wo wir in eine Attacke gehen, dass wir den Feind attackieren, dass wir sagen, das nicht. Wir attackieren ihn. Wir sagen, wir proklamieren das Wort Gottes, wir proklamieren die Verheißungen Gottes und wir stehen gegen diese feindlichen Machenschaften auf. Das war genau das, was David gemacht hat. Aber David befragte Gott, soll ich hinaufziehen? Wirst du sie mir in meine Hand geben? Wirst du mir den Sieg in dieser Situation geben? Das ist auch heute unsere Entscheidung. Wirst du mir, Herr, den Sieg geben? Ich brauche diese Zusage von dir. Ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ich brauche diese Zusage. Ich muss wissen, Herr, dass du an meiner Seite bist. Und genau so ist es gewesen. David zog aus und der Herr gab ihm Sieg über die Philister. Es gibt viele Themen in unserem Leben, wo es für den Feind anscheinend attraktiv ist, uns zu bedrücken, wo er immer wieder versucht zu kommen. Wo wir schon ein paar Mal Sieg hatten, heißt es noch lange nicht, dass er uns in Ruhe lässt. Wir haben vorhin drüber gesprochen, über dieses Drachentöten. Wir müssen verstehen, dass wir in eine geistliche Auseinandersetzung gestellt sind. Und das Anliegen, was wir bei Gottes Haus haben, ist, zu trainieren, zu sagen, steh auf, bleib nicht einfach liegen, lass dich nicht von der Situation abbügeln, sondern frag als erstes Gott, hör dir sein Wort an, frag, welches die Strategie ist, frag, was er zu dieser Situation sagt, aber steh auf, mach etwas, bleib nicht liegen. Denn das Anliegen des Feindes ist es immer, unsere Berufung zu rauben, unsere Verheißungen zu rauben, unsere Arbeit zu rauben, Gesundheit zu rauben, Finanzen zu rauben, Beziehungen zu rauben, Freundschaften zu rauben. Das ist ein Werk des Feindes. Und wir müssen wissen, was der Herr in dieser Situation uns sagt und ob er uns eine Strategie gibt.
Vielleicht sagst du, naja, also ich weiß ja gar nicht, ob das wirklich so ist und ich habe den Herrn ja gar nicht reden hören und ist so schwierig und so. Weißt du was, das liegt oft daran, dass wir so schnell sind. Wir erleben eine Situation, die etwas auch emotional mit uns macht und wir haben sofort Gedanken im Kopf, dass wir uns das nicht gefallen lassen, dass wir irgendwelche Dinge tun, aber wir lassen uns nicht so sehr viel Zeit, Gott zu hören und mit Gott zu sprechen. Wirklich uns einzuüben in das Hören und Sprechen mit Gott und dann erst zu handeln. So, und bei David lesen wir dieses Zeugnis, was er auch am Ende seines Lebens sagt. In 2. Samuel 23, Vers 1 heißt es, der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Es hat gesprochen der Gott Israels, der Fels Israels hat zu mir geredet. Verstehst du? David war eingeübt in das Reden und Hören Gottes. Das Wort Gottes war auf seiner Zunge. Sein Wort war auf meiner Zunge. Das heißt, ich habe ihn gehört und sein Wort habe ich ausgesprochen. Das meinen wir, wenn wir sprechen von proklamieren. Proklamiere das Wort Gottes über deine Situation. Höre, was der Heilige Geist zu dir sagt. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Und in dieser Situation, weil David gehört hat von Gott, konnte er siegreich in diese Situation hineingehen und er hat den Sieg davongetragen. Und sein Zeugnis über Gottes Eingreifen war: Durch mich hat Gott die Reihen meiner Feinde durchbrochen, wie Wasser, das einen Damm durchbricht. An diesem Beispiel siehst du, Wasser, das einen Damm durchbricht, das ist etwas, was wirklich einen Durchbruch bezeichnet. Etwas, was aufgehalten war, was gegen dich stand, wo du immer weiter zurückgegangen bist. In diesem hast du jetzt mit Gottes Hilfe, mit dem Reden, was du gehört hast, mit seinem Ja zu deiner Situation, zu deiner Entscheidung vielleicht, hast du einen Durchbruch, den er dir gibt. Und deshalb nannte man diesen Ort Baal Perazim, Herr der Durchbrüche. Herr der Durchbrüche. Das, was wir für euch heute gebetet haben, ist, dass Gott ein Gott der Durchbrüche in deinem Leben ist. Durchbruch in deiner Krankheitssituation. Durchbruch in der Bedrängnis, wenn jemand in deiner Familie gestorben ist, wenn jemand wirklich sich gegen dich stellt. Es ist egal, in welchem Bereich. Wir beten, dass Gott in deinem Leben als Gott der Durchbrüche erlebt wird. Dass du Durchbruch hast, dass du nicht zurückhältst, sondern dass er deinem Leben Sieg schenkt. Wie Wasser einen Damm durchbricht, du wirst mir Durchbruch in meinen Anliegen geben. Wir können das einfach so proklamieren. Herr, du wirst die Reihen meiner Feinde durchbrechen. Wie Wasser einen Damm durchbricht. Du wirst mir einen Durchbruch in meinem Anliegen geben. Du hörst mich und ich vertraue dir. Das ist das, was wir hier in diesem Beispiel mit David und den Philistern sehen. David hat Gott vertraut. Er hat gefragt, bist du bei mir, wenn ich jetzt losziehe? Und Gott hat den Sieg geschenkt. Gott hat den Durchbruch geschenkt. Und wie viel mehr haben wir heute, als David damals hatte. Der Heilige Geist lebt in dir, wenn du ein Kind Gottes bist. Wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann ist er in dir. Er redet zu dir. Du kannst ihn hören und du kannst dich darin einüben. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Du wirst Gott hören in der Angelegenheit, die du jetzt vor ihm ausbreitest. Und er wird jetzt dir auch Durchbruch geben. Wie geht's denn bei David weiter?
Das ist jetzt echt eine spannende Frage. War das jetzt so eine einmalige Aktion? Ah, David war attackiert und jetzt hat er einen Durchbruch gekriegt und ach, jetzt hat er für alle Tage den Sieg Gottes auf seiner Seite. Nein, so war es nicht. Und das ist auch das, was du nicht erlebst. Du hast schon Siege erlebt. Du hast schon starke Zeugnisse mit dem Herrn. Und dann erlebst du, prompt kommt die nächste Attacke. Prompt kommt der Feind wieder angerückt und wieder musst du dich positionieren. Er ist wirklich hartnäckig. Also das, was ich an dem Feind wirklich sehe, ist, er ist hartnäckig, er gibt nicht auf, er versucht es auf alle möglichen Ebenen. Manchmal kommt er von der Seite, manchmal von der Seite, manchmal unerwartet, manchmal weißt du, okay, wenn ich jetzt hier weiter vorangehe, dann kann ich damit rechnen, dass der Feind auftaucht. Es ist ganz unterschiedlich, aber er hat sich felsenfest vorgenommen, dass er dich nicht schonen wird, dass er immer wieder versuchen wird, dich zu berauben, deine Familie, deine Finanzen, deine Beziehungen. Er wird es immer wieder versuchen. Aber ich sage dir die gute Nachricht. Gott hat den Sieg. Jesus hat den Sieg in deinem Leben. Egal welche Situation da ist. Egal wie der Feind ist. Er wird dir den Sieg geben. Das, was du tun musst, ist aufstehen. Nicht sitzen bleiben, nicht den Feind machen lassen, was er will, nicht einfach so, kann man halt nichts ändern, kann man nichts tun, ist halt jetzt so, sondern du musst aufstehen. Du musst zu einem werden, der den Feind jagt und nicht der gejagt wird vom Feind. Lass uns nochmal einen Schritt weitergehen in diesem Bericht von 1. Chronik 14. In Vers 13 wird uns schon berichtet, dass es wieder zum Aufmarsch der Philister kommt und sie schlagen ihr Lager im Tal Rephaim auf. So, Gott hat das nicht einfach dem David weggenommen. Gott hat nicht gesagt, naja, David, du bist wirklich der Liebling in den Gesängen Israels und du bist ja wirklich ein Mann nach meinem Herzen. Ich werde dich schonen und du brauchst nur auf deinem königlichen Thron zu sitzen und alles ist unter deine Füße getan und du brauchst gar nichts mehr zu machen. So war es nicht. Denn als es wieder zu dieser Auseinandersetzung kommt, als es wieder eine Front gegen ihn gibt, macht David es genau wieder so, er befragt den Herrn. Aber diesmal gibt Gott ihm direkte Anweisung. Jetzt ist es nicht mehr so, Herr, bist du bei mir, wenn ich den Feind vernichten schlagen werde, sondern jetzt kommt es zu einer ganz direkten, strategischen Anweisung Gottes. Und das hat mir richtig gut gefallen. Das ist das, was ich von tiefstem Herzen mir wünsche, dass ich so genau höre, dass meine Verbindung, meine Beziehung mit dem Herrn so eng ist, so intensiv ist, dass ich genau höre, was sagst du, wie ich weitergehen soll. Jetzt hör dir das mal an. Gott sagt David, wie er seinen Plan jetzt umsetzen soll. Nicht so wie das letzte Mal, ja, ich bin bei dir, sondern ganz strategisch. Gott sagt zu David, zieh nicht hinauf hinter ihnen her. Also nicht das, was du das letzte Mal gemacht hast, diesmal machen wir es anders. Zieh nicht hinauf hinter ihnen her. Umgehe sie, mach dich von der Seite der Baggersträucher an sie heran. Und sobald du den Laut von Schritten im Gezweig der Baggersträucher hörst, geh in den Kampf. Ich lese es nochmal mit einer anderen Übersetzung. Sobald du ein Geräusch hörst, als ob jemand durch die Wipfel der Baggerbäume schreitet, dann schlägst du los. Denn Gott ist vor dir her in die Schlacht gezogen, um das Heerlager der Philister zu schlagen. Ist Gott nicht sehr praktisch? Ich habe gedacht, ey, das genau wünsche ich mir. Dass Gott sagt, pass auf, in der Situation musst du aufpassen und du sollst es nicht so machen, wie du es schon mal gemacht hast, sondern diesmal machst du es anders.
Du wartest. Du trittst einen Schritt zurück. Du wartest, bis ich dir vorausgegangen bin. Denn ich werde den Weg für dich ebnen. Ich werde derjenige sein, der vor dir herläuft. Und das war etwas, was mich total begeistert hat. So eine geniale Gebrauchsanweisung. Die wünsche ich mir für so viele Situationen in meinem Leben oder dem Leben meiner Kids oder dem Leben von den Gotteshausleuten oder jetzt auch für euch. Ich wünsche mir, dass wir so dicht am Herrn dran sind, dass wir diese Gebrauchsanleitung, die er uns sagt, die er uns geben will, dass wir sie hören und tun. Weißt du, wenn ich manchmal bei uns zu Hause so am Nachmittag, so Mittagspause oder so, auf meinem Balkon sitze, dann höre ich manchmal, weil wir da einen sehr großen Eichenbaum stehen haben, wie der Wind in diesen Zweigen und Blättern so ein bestimmtes Geräusch macht. Und immer wenn ich dieses Geräusch höre, dann denke ich an diese Situation von David. Dann denke ich darüber nach und sage, Herr, ich sitze hier und so wie ich dieses Geräusch in den Wipfeln höre, so möchte ich, dass ich genau höre, was du sagst. Und hier dieses Wort in dem Text von diesen Backerbäumen, das ist ein hebräisches Wort und es stammt eigentlich von der Wurzel her, die weinen bedeutet. Diese Backersträucher oder Backerbäume, das waren wahrscheinlich Balsambäume und sie beschreiben so ein bisschen die Ernsthaftigkeit, in der David mit der Herausforderung des Feindes war. Und Gott bricht ihm etwas zu. Wenn du hörst das Geräusch in den Zweigen, wie das Dahergehen von Schritten oder wie das Ausziehen eines großen Heeres, so wird es auch beschrieben, in den Wipfeln der Bäume, dann weißt du, ich bin vor dir ausgezogen. Und das ist für mich so bewegend gewesen immer, dass ich oft daran denke, wenn ich dieses Geräusch in den Wipfeln höre, das Geräusch von Blättern, die rauschen. Nun musst du dir das vorstellen, David saß ja nicht an einem Sonntagnachmittag am Kaffeetisch da, sondern sein ganzes Heer, aufgerüstet, bis oben hin bewaffnet, war ja mit ihm. Und dann kommt diese Anweisung Gottes, hey, sei mal ruhig, sei mal still. Es durfte keiner ein Wort sagen. Sie durften sich nicht untereinander den Mut wegschwätzen. Oder sie durften nicht sich unterhalten, ja, was machen wir denn morgen, wenn wir den Sieg haben? Oder was machen wir, wenn wir nicht den Sieg haben? Oder was auch immer. Sondern sie mussten ganz, ganz, ganz still sein. Ähnlich wie zu der Zeit, als Josua um Jericho herumläuft. Er hat auch die Anweisung gegeben, Mund zu, nichts reden, kein Wort. Und hier bei David war es genauso. Warum? Weil wenn du dieses Rascheln, dieses Geräusch in den Wipfeln der Bäume hören willst, musst du still sein und hören. Und das ist mir zu einem großen Beispiel geworden. In Situationen, wo ich nicht richtig weiß, was ich machen soll. Oder wo mir eher nach Weinen als nach Lachen ist. Oder wo mich jemand um einen guten Rat bittet. Oder wenn ich gar nicht weiß, wie geht's jetzt weiter, was können wir machen, was sollen wir sagen, was sollen wir nicht sagen, was alle diese Dinge. Es ist gut, wenn wir stille bleiben und hören. Und dann, wenn wir hören, der Herr ist vor uns ausgezogen, der Herr geht vor uns her, er wird diese Schlacht für uns schlagen, er wird an unserer Seite sein. Er wird den Sieg schon vollbracht haben, bevor wir in Aktivität kommen, dann ist es sehr, sehr wichtig zu hören, was er sagt und zu warten. Wenn du jetzt in der Situation bist, und das möchte ich wirklich ganz ernsthaft sagen, eine Entscheidung, die du noch nicht so richtig weißt, was ist das jetzt alles, mit was werde ich konfrontiert, was soll ich tun, dann zieh dich zurück. Warte, warte auf das Wort, was von Gott kommt. Und dann kommst du in Aktivität. Uns liegt dieses,
ja, dann mache ich das eben so. Das liegt uns viel, viel näher, weil wir wollen diesen Zustand verändern. Wir wollen nicht diese Spannung aushalten. Da ist ja auch eine extreme Spannung drauf. Wenn du mitten in einer Herausforderung, in einer Attacke, in Schmerzen, in egal was, wenn du da drin stehst, dann ist es eine Spannung, wenn jemand sagt, hey, komm runter, warte erstmal auf den Herrn, hör mal, was er sagt. Und trotzdem, Gott will zu dir und zu deiner Situation sprechen. Er will vor dir ausziehen. Er will schon den Weg ebnen, den du gehen sollst. Er will dir den Weg durch die Wüste ebnen, dass du in ein verheißenes Land kommst. Er will dich herausholen aus den Dingen, die dich so sehr bedrücken. Und er ist an deiner Seite und er wird vor dir ausziehen. Er hat es versprochen. Ich glaube, dass es in unserem Leben, in den Situationen, durch die wir gehen, dass es wirklich, sagen wir mal in Anführungszeichen, Erfolg haben wird, wenn wir uns mehr und mehr abhängig machen von Gott und seinem Reden und den Heiligen Geist bitten, dass er zu uns spricht, dass wir uns darin einüben, zu hören, was sagst du? Dass wir uns in der Gemeinschaft mit ihm mehr und mehr bewegen. Weißt du, wir sind oft Leute und so werden wir auch erzogen in dieses selbstständige Denken, in dieses selbstständige Handeln. Und das ist auch alles richtig und gut. Aber es gibt Situationen, wo wir unbedingt mit dem Heiligen Geist konform gehen müssen, wo wir hören müssen, was er uns sagt, was er uns rät. Vielleicht sagt er auch, mache so, wie am Anfang, wo wir bei David gelesen haben, Herr der Durchbrüche, wo Gott dir einen Durchbruch schenkt. Hier heißt es, warte, bis ich vor dir ausgezogen bin und dann gehst du los. Die Agenda heißt eigentlich heute für uns, höre und warte, aber auch steh auf und handle. Und das ist die Spannung, in der wir uns bewegen in unserem Leben. Dass wir beides haben und dass wir uns in der Herausforderung bewegen, dass wir stille werden vor Gott, aber gleichzeitig auch losgehen, wenn er sagt, jetzt ist der Zeitpunkt und ich gebe dir meine Strategie. Ich sage, dass ich dir vorangegangen bin. Gott versteckt sich nicht und Gott lässt von sich hören. Gott redet, Gott handelt und Gott möchte in deinem Leben der sein, der zu dir spricht. Gott hat mehr für dich. Und ich möchte jetzt beten für die Leute, die jetzt in Situationen sind, die herausfordernd sind, wo du nicht weißt, wie es weitergeht, wo du eine Diagnose bekommen hast, die sehr schwierig ist, wo du mit Dingen konfrontiert bist, die Einfluss auf dein Leben, auf das Leben deiner Kinder, auf das Leben deiner Familie, auf deinen Job nehmen wollen. Situationen von Mobbing, von Herausforderungen, von kriegerischen Auseinandersetzungen. Ich bete, Herr, dass du dein Wort wahr machst, weil ich weiß, du bist der Gott, der redet und der uns hören lässt, der uns antwortet und Strategien gibt. Du bist der, der in unserem Leben laut spricht, dass wir es hören. Du bist der, der uns vorangegangen ist und der unsere Siege uns schenkt. Yes. Du bist der, der den Weg ebnet. Amen. Und ich spreche aus, jeder Feind, der sich gegen dich erhebt, ja, soll vernichtet sein. Im Namen Jesus. Jeder Feind, der dein Leben berauben will, yes, soll jetzt gestopftes Maul haben. Er soll jetzt aufhören zu reden in, yes, deinem Leben. Knebel. Jeder Feind, der dich in Depression, in negativen Gedanken, in, amen, all diesen, yes, Klammergriffen halten will, er ist vernichtet in dem Namen Jesus. Komplett gebunden. Und wir sprechen aus, es kommt Freiheit und du wirst hören, yes, den Schritt, das Ausziehen Gottes
in deinem Leben, dass du hinterhergehen kannst und dass der Sieg Gottes in deinem Leben kommt. Amen. Wie Wasser, was einen Durchbruch Amen. In yes. einem Damm verursacht. Yes. Ich spreche aus, der Sieg kommt. Jesus hat den Sieg yes. in Jesus' Name. Das, was der Feind geplant hat, kommt yes. nicht zustande. Cool, zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Yes. Das, was der Feind gegen dich aufgeboten hat, ist zurückgesandt, zurückgewiesen. Amen. Wir sprechen aus, der Herr selbst kommt mit yes. seinen Engeln, tritt ein für dich und da kommt ein Durchbruch, ein Segen, eine Veränderung eine hinein. Wir proklamieren yes. Veränderung in die Situation. Wir proklamieren ja. Durchbruch. Wir proklamieren Segen. Wir proklamieren ja. Wiederherstellung. Wir proklamieren was weiß ich, finanziellen Segen, beziehungsmäßigen Segen, Gesundheitssegen, wo ja. immer einfach der Feind auf Raubzug ist, im Namen Jesus Christus, yes. seine Machenschaften sind zerstört und es kommt zu einer Zurückerstattung, ja. zu einer Wiedergutmachung ja. im Namen Yeshua HaMashiach. Was yes. der Feind geraubt hat, wird nicht bei ihm bleiben, yes. sondern es muss zurückkommen Amen. Zu demjenigen, dem es rechtmäßig zusteht. Amen. Yes. Ich segne jeden jetzt auch hier mit einem hörenden Herzen. Ja. Mit offenen Rabosho Ohren, dass wir hören, wie Jünger hören. Dass wir hören, wie Kinder hören, die den Vater im Himmel kennen. Ich proklamiere, dass du geöffnete Ohren des Herzens hast. Ich proklamiere, dass du einen offenen Geist hast, der sich mit dem Heiligen ja. Geist verbindet und du yes. in Übereinstimmung mit ihm kommst. Ja. Wir sprechen aus, dass wirkliche Lösungen in deine Probleme kommen. Dass Wiederherstellung, Heilung und alle diese Dinge folgen, dass der Herr yes. damit vorangezogen ist und du musst nur ihm folgen. Wir proklamieren, dass das hervorkommt, ja. dass das durchkommt und dass sein Sieg auch dein Sieg ist. Amen. In dem Namen Jesus. Heute. Ja. Heute Veränderung in Amen. Deinem Leben, Amen. Im Namen Jesus Amen. Christus. Heute sind die Mächte, die gegen dich Amen. Aufgezogen sind, die dich vernichten wollen, die dich zerstören sollen, Amen. Sollen vernichtet ja. sein, sollen zerstört sein, ja. im Namen Jesus Christus. Ja. Yes. Und wir proklamieren, dass du in eine sehr gute, väterlich-kindliche Beziehung mit dem Herrn kommst. Dass du ihn als einen yes. Vater im Himmel kennenlernst, yes. ja. der dir Vertrauen ins Herz gibt. Ja. Dass du weißt, wo du hingehst, hm. dass du bei ihm geborgen bist. Amen. Dass er der Schutz um dich herum ist ja. und dass er dein Leben in seinen Händen hält. Dein Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und, wie vorhin schon angeklungen, dass der Herr deine Ohren öffnet, damit du ja. das Reden des Heiligen Geistes wirklich hörst. Ja. Es ist so entscheidend wichtig, dass wir wissen, was Gott genau. sagt. Es ist so entscheidend wichtig, dass er uns führt und leitet. Er sagt, er ist derjenige, der uns ja. in alle Wahrheit leitet. Wenn wir seine Stimme nicht kennen, dann ja. sind wir in der Gefahr, dass wir nicht in alle Wahrheit geleitet werden. Und deshalb ist es so entscheidend. Und wir beten für dich, dass ja. der Herr dir die Ohren Amen. Öffnet, Unbedingt. Dass der Heilige Geist zu dir spricht, zu deinem Herzen, Öffne dass du das wahrnimmst, wie yes. er dich führt und leitet. Immer mehr, das ist nicht krampfig, sondern es ist ganz ja. leicht. Und wir beten dafür, dass du da deinen Oder persönlichen Zugang findest, wie der Heilige Geist mit yes. dir kommunizieren will. Im Namen Jesus Christus. Amen. 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 Martin, dein Thema? Ja, es ist immer sehr interessant. Wir stimmen uns nicht ab, über was wir sprechen. Aber es ist häufig so, dass man da diverse Anknüpfungspunkte ja. hat. Wir hatten vorher schon gesagt, dann wird David heute wohl die Hauptrolle spielen. Aber schau selber. Hör selber mit offenem Herzen und offenen Ohren. Genau, aber das war schon mal wunderbar, sehr bereichernd. Okay. Ich habe heute einen der wahrscheinlich bekanntesten, am weitesten verbreitetsten Bibelstellen überhaupt auf dem Herzen, nämlich Psalm 23. Ich weiß nicht, jeder von uns hat wahrscheinlich schon ein Dutzend Predigen über Psalm 23 gehört. Psalm 23, ja, der Dauerbrenner, ja. Viele kennen ihn auswendig. Und ich lese ihn dir mal vor, in der Elberfelder Übersetzung. Ein Psalm von David. Da haben wir David wieder. Jahwe ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willens.
Auch wenn ich wandere im Tal des Todes Schattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus Jahwes lebenslang. Halleluja! Wirklich cool. Weißt du, in diesem Psalm steckt gigantisch viel drin. Das ist so reich. Und wie gesagt, wenn man Predigten darüber hört, es ist immer wieder andere Aspekte, die da anklingen. Ja, da ist das Bild von dem Hirten, was so reich ist, was so, wie soll man sagen, gehaltvoll ist. Ja, da ist das mit der Salbung, ne? Das Haupt mit Öl gesalbt, was da wieder alles drin steckt. Ne? Der überfließende Becher, der Überfluss, den der Herr für uns hat, ist doch grandios. Ne? Die Erquickung der Seele und, und. Und heute möchte ich mit dir ein oder zwei Aspekte betrachten, wo ich vermute, dass du noch keine Predigt, zumindest in der Art, drüber gehört hast. Und zwar folgendes. Ich wandere im Tal des Todesschattens und du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Okay, das ist das, worauf wir uns jetzt fokussieren werden. Erstens, wichtige Nachricht. Du hast Feinde. Du hast Feinde, steht da drin. Ne? Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Es gibt ja Christen, die realisieren das nicht, dass es einen Haufen Feinde gibt, die gegen sie stehen. Und die denken, das sind irgendwelche abstrusen Sachen. Aber ich will dir einfach mal ein paar Feinde nennen, die in deinem Leben oder im Leben deiner Lieben oder im Leben von Geschwistern, die du vielleicht kennst, einfach da sind und vielleicht sogar sehr scharf attackieren oder gar drin wüten im Leben dieser Menschen oder in deinem Leben. Ja? Vielleicht hast du den einen oder anderen Feind auch schon besiegt, aber trotzdem gibt es da Feinde, die dir gegenüberstehen. Nur mal so als eine Liste, ist nicht vollständig natürlich. Trauer, Depression, Angst, Verzagtheit, das sind Feinde. Armut, nicht genug in der Rente beispielsweise. Oder Hartz IV. Übrigens, bei der Gelegenheit mal, ehrlich, Schande auf den Namen von diesem Herrn Hartz. Ja, das ist mein voller Ernst. Schulden können ein Feind sein. Kurzarbeit. Kann ein gigantischer Feind sein für viele. Arbeitslosigkeit natürlich. Für Unternehmer der Feind der Insolvenz. Einsamkeit, Isolation, was ja heute gerade so gefeiert wird, kann ein entsetzlicher Feind sein. Wir haben von mehreren Menschen Mitteilungen bekommen oder auch von Bekannten direkt gehört, dass sie ihre leidenden, schwerkranken Angehörigen im Krankenhaus nicht besuchen durften. Sterbende im Krankenhaus nicht besuchen durften. Die Frau durfte ihren sterbenden Mann im Krankenhaus nicht besuchen. Wisst ihr was? Das ist gigantisches Unrecht. Und ich habe vor einigen Wochen darüber gesprochen, was der Mensch sät, wird er ernten. Was hier gesät worden ist, von denen, die dafür verantwortlich sind, die werden genau das ernten. Das ist keine gute Nachricht für manchen. Ne? Aber das gehört auch dazu. Die Verantwortlichen, die so etwas in die Wege leiten, sie werden genau das ernten. Okay, aber das war das Thema, ich glaube, von letzter Woche. Andere Feinde, Beziehungsprobleme natürlich, mit den Kindern, mit dem Ehepartner, mit den Eltern, mit dem Chef, mit Geschwistern, mit Arbeitskollegen und so weiter. Mit Geschwistern und auch natürlich im geistlichen Bereich. Ja, Beziehungsprobleme mit der geistlichen Familie. Wir haben Leute, die haben als Feind Betrug. Einfach richtig Betrug. Die wurden betrogen, belogen, übers Ohr gehauen. Das gilt übrigens auch für uns. Wir haben in unserem Leben echten Betrug erlebt, unter dem wir lange, lange gelitten haben. Mobbing, ein gigantischer Feind, der Leute tatsächlich in den Selbstmord treiben kann. Alle Arten von Ausgrenzung, von Beschimpfung, von Ablehnung natürlich. Solche vielen Menschen haben unter Ablehnung zu kämpfen. Sigrid hat ja gesagt, die Menschen, die sagen, ich habe keinen liebenvollen Vater gehabt, ich habe
nie einen liebenden Vater kennengelernt und so weiter. Solche Sachen, das kann ein Feind sein, unter dem Menschen leiden müssen. Natürlich Missbrauch aller Arten von Missbrauch. Oder auch bevormundet zu werden. Einfach bevormundet zu werden. Das ist das, was momentan in vielen Ländern der Welt hier wirklich läuft. Eine abartige Bevormundung von den Herrschenden über die ganze Bevölkerung. Und da ist das Wort Bevormundung hinsichtlich dieses Mundschutzes wirklich interessant. Ne? Ungerechtigkeit. Alle Arten von Ungerechtigkeit, von Unrecht, was einfach ausgeübt wird und was dir als Feind gegenübertritt. Ne? Erbauseinandersetzung. Man kann das ans Erbe nicht ran, das blockiert irgendwie. Das kann entsetzlich sein. Da haben wir auch unsere Story erlebt. Natürlich diese riesige Package von Schmerzen, Gebrechen, Krankheit. Alles, was damit zusammenhängt. Behinderungen. Behinderungen sind für mich etwas, was dich daran hindert, in das wirklich hineinzugehen, was der Herr für dich hat. Irgendwas, was dich hindert. Da gibt es viele Feinde. Ne? Alle Arten von Gebundenheiten. Gebundenheit kann auch sehr viel sein. Es gibt Leute, die sind an Fernsehen gebunden oder an Nachrichten gebunden. Die brauchen immer ständig diesen Kick. Ja, an Unterhaltung gebunden, an Tratsch gebunden oder ans Handy. Ja, einfach, wo Bindungen sind. Pornografie oder eben dieses Thema Sucht. Ja, Anorexie, Bulimie, Alkohol, Zigaretten und Schlimmeres. All diese Sachen und so weiter und so weiter. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Feinde und es gibt noch Tausende. Ja? Und weißt du was? Jedes Kind Gottes hat Feinde. Das sagt der Psalm 23. Ja? Du wanderst durch dieses dunkle Tal, durch dieses Tal des Todesschattens und auf einmal ist da der Feind oder die Feinde. Der steht dir gegenüber. Für mich sind diese Feinde ganz generell alles, was mit Blockaden, mit Barrieren, mit Hindernissen, Grenzen, Sperren und so weiter zu tun hat. Das, was dich abhält davon, in dein Potenzial zu kommen. Und genau das ist das doch mit diesen Baggerbäumen. Ja, der Herr durchbricht diese Welle des Feindes, diesen Damm des Feindes mit seiner Power, wie Wasser diesen Damm durchbricht. Ja, diese Baal-Perazim-Situation, dieser Durchbruch. Ja, genau das ist das, was wir alle haben. Der Feind ist da und baut sich irgendwie auf und wir brauchen diesen Durchbruch, ne, um in unser Potenzial zu kommen. Du hast Feinde im Geistlichen. Ja, ich meine damit jetzt nicht deinen Nachbarn oder irgendwelche Leute, die dir vielleicht nicht ganz wohl gesonnen sind. Ich meine damit im Geist natürlich die Feinde. Ja, die Feinde, dämonische Strukturen oder eben hier solche Sachen, wie ich sie vorgelesen habe, die gegen dich stehen, die dir dein Leben rauben wollen, die dir deine Segnungen rauben wollen. Ne? Der Feind will nicht, dass du gesegnet in den Segnungen Gottes durchs Leben gehst. Er will dich berauben. Feinde. Feinde. So, und dann spricht diese Bibelstelle noch davon, dass da ein Tisch ist. Eine Tafel, ein Tisch. Und der Tisch ist für dich zubereitet. Und ich möchte jetzt mal was machen. Ich möchte jetzt das Ganze mal so als ein Bild malen. Die ganze Situation hier mal so ausmalen, wie ich das so sehe, wie ich das so empfinde, wie das am besten zu verstehen ist. Ne? Lass dich einfach da mal mit reinnehmen, so ein bisschen. Seit langer Zeit gehst du durch die Wüste. Du bist unterwegs durch die Wüste. Ja? Und es ist trocken, es ist nachts beißend kalt. Tags unerträglich heiß. Es ist dieser Wind. Der Wind weht dir ständig den Sand ins Gesicht. Die Augen tun weh. Ja, du schleppst dich vorwärts. So richtig mühsam. Ja, das Tal des Todesschattens. Das finstere Tal, das dunkle Tal. Ja, Finsternis. Finsternis. Und dann in ein Tal. Ja, beklemmend, bedrängend. Und da gehst du durch. Death Valley-mäßig. Und es ist Wüstenzeit. Es ist Dürre, es ist trocken, es ist nichts da. Ein elendes Dahinschleppen, ja. Um dich herum Felsen, alles unwirtlich und du bist ganz allein. Es ist bedrohlich und lebensfeindlich. Und ich glaube, das ist die Situation von vielen, vielen Menschen. Und ich glaube, es ist die Situation von vielen Christen. Genau so ist ihr Leben. Sie schleppen sich dahin durch die Wüste ihres Lebens in irgendwelchen verrückten Umständen, in irgendwelchen Problemen und es ist einfach nur ein Dahinschleppen, es ist Elend.
Ja, sie haben gehört, es gibt ein verheißenes Land. Sie haben gehört, da ist etwas, was der Herr für uns hat. Da sind Segnungen. Und sie sagen, wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin? Wie kann ich mich dahin bewegen? Ja, ich weiß nicht, der Weg ist wie verbaut, wie diese Barrieren, Blockaden. Wie komme ich dahin, was der Herr für mich hat? Wie komme ich dahin? Die Segnung, die er für mich hat. So, und jetzt zurück zu dem Bild. Du schleppst dich mühsam durch so einen dunklen Canyon. Rechts und links gehen die Felswände hoch, schwarz, dunkel. Da ist kein Leben, nichts Grünes, gar nichts. Der Wind pfeift da durch, ja, und treibt dir, wie gesagt, den Sand in die Augen. Und du fragst dich, hier an der Stelle, warum soll ich nicht einfach aufgeben? Warum soll ich nicht einfach mich hinsetzen? Warum soll ich nicht einfach mich hinlegen? Warum soll ich nicht einfach hier liegen bleiben und aufgeben? Sagen, genug, ist genug, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Warum nicht? Aber irgendetwas in dir treibt dich und du gehst weiter und weiter und weiter und weiter. Da ist ein Locken des Heiligen Geistes. So, und jetzt in dem Bild macht dieser Canyon auf einmal eine scharfe Biegung. Und solange du da noch läufst, siehst du nicht, was dahinter ist. Und auf einmal kommt eine scharfe Biegung und zu deiner Überraschung öffnet sich auf einmal ein weites, weites Feld, eine weite Ebene. Ja, ein weites Tal, eine große Fläche. Der Boden ist aus ganz feinem Sand, die Felswände weichen zurück, weit zurück, und du trittst aus diesem engen Schlucht, diesem Canyon heraus, hinein in diese Weite. Ja, und dann siehst du etwas vor dir und du guckst dreimal hin, reibst dir die Augen, wunderst dich, denkst, was ist das denn? Das sieht völlig unwirklich aus, sonderbar, unpassend. Ja, befremdlich, unrealistisch. Was ist das? Was ist das? Wie gesagt, Dürre, trocken, nichts. Und was da steht, verblüfft dich zutiefst. In einiger Entfernung siehst du nämlich eine gigantische, riesige Tafel. Ein ganz, ganz langer Tisch. Der geht nach rechts, soweit du gucken kannst. Der geht nach links, soweit du gucken kannst. Ja, und er ist mit den schönsten Herrlichkeiten gedeckt. Weiße Tischdecken, die wehen so ganz sanft im Wind. Ja, überall glänzt es, es funkelt, Silber und Kristall drauf, poliert. Ja, du bist völlig perplex, was du da vor dir siehst. Es sieht aus, als ob da ein gigantisches Fest gefeiert werden sollte. Karaffen aller Art, ja, herrliche Speisen, Früchte, Getränke. Es ist unvorstellbar, mitten in der Wüste. Das ist ein Bild für die Segnungen Gottes, die er für dich hat. Die Segnungen in der Himmelswelt, die für dich sind. Ja? Und die er dir dort zur Verfügung stellt. Ja? Die sind für dich. Es ist alles da und es ist alles für dich. Die Segnungen der Himmelswelt. Schau, in Epheser 1, Vers 3 lesen wir, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Da steht nicht, er wird uns irgendwann mal, wenn wir bei ihm angekommen sind, in der Ewigkeit mit den himmlischen Segnungen segnen, sondern er hat es bereits getan. Du bist mit den Segnungen der Himmelswelt, und zwar mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt, bist du gesegnet. Die steht dir zur Verfügung. Das ist dieses Bild. Die Segnung der Himmelswelt, unvorstellbar, genial, sind dort auf diesem Tisch für dich aufgebaut. Ja? Epheser 2, Vers 6 legt sogar noch einen oben drauf. Da heißt es, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Jetzt schon, im Geist sitzt du schon mit Christus in der Himmelswelt. Das muss man sich mal bewusst machen. Das ist die Position, die Identität, die wir in Christus haben. Das ist genial. So, und dieser geniale Tisch dort in der Wüste, dort in diesem Dürrental, das ist etwas, was dir folgende Message sagt. Mitten in den Problemen gibt es Versorgung. Mitten in den Herausforderungen gibt es Segen. Mitten in der Wüstenzeit gibt es die Fülle. Mitten in der Bedrängnis, in dem Schweren, in dem Not, in dem Elend, in dem Leid, in dem, durch was du durchgehen musst, gibt es diesen Überfluss. Mittendrin. Mittendrin. Das ist da drin verborgen, das ist da drin enthalten. Ja? So. Und das
ist ein Geheimnis. Das ist ein göttliches Prinzip, was wir verstehen müssen. Weißt du, wir sind häufig, sorry, wenn ich das mal sage, so ein bisschen leidensscheu. Wir möchten das gerne umschiffen. Natürlich will jeder von uns. Aber wir verstehen nicht, dass häufig da genau gewaltige Segnungen Gottes sind. Schau, David, von dem der Psalm 23 ja ist, er war ja nicht jemand, der jetzt nicht zu kämpfen brauchte. Er war ja nicht da irgendwie rausgenommen von diesen Kämpfen. Es war ja nicht so, dass er diese Herausforderung, diese Stresssituation, diesen Kampf nicht hatte. Ganz im Gegenteil. Aber mit dem Herrn ist er von Sieg zu Sieg gegangen. Ja. So. Der Herr will nämlich den Feind oder diese Feinde, die ich vorhin genannt hatte, die in deinem Leben dir gegenüberstehen, wie immer sie heißen mögen, will er besiegen, will er schlagen, will er erniedrigen, will er demütigen, will er fertig machen, zertrümmern. Aber wie macht er das? In der Regel macht er es durch dich. Der Feind, der dir gegenübersteht, den will er durch dich erledigen. Durch dein Gebet, durch dein Vorangehen, durch dein Gehorsam, durch das, wie du bist. Ja? Siehst du, der Feind attackiert uns. Der Feind attackiert uns und der Herr sagt, ich bin da. Ich bin da. Ich stehe an deiner Seite. Hörst du den Wind in den Baggerbäumen? Ich bin da. Ich bin da. Jetzt kämpfe. Du kannst es. Kämpfe gegen ihn. Guck mal, Gott hat nicht gekämpft, sondern David musste kämpfen. Und das ist immer wieder der Fall. Aber der Herr war da, wie ein Trainer, wie ein Coach, wie ein Ratgeber, wie einer, der die richtigen Informationen ihm gibt. Der Kampf ist unser Ding. Wir müssen kämpfen. Ja? Und das ist etwas, wo viele Christen dran straucheln und dran scheitern, weil sie denken, der Herr muss das für sie tun. Ja, und sie haben eine To-Do-Liste für Gott. Mach dies, das, jenes, bitte das, das, das. Und der Herr sagt, mach mal selber. Geh selber hinein. Kämpfe deinen Kampf, laufe deinen Lauf. Und für mich ist da der Psalm 18 absolut das Top-Highlight. Ich liebe Psalm 18. Schreibt dir mal auf, Psalm 18 lesen. Psalm 18. Also Psalm 18 ist der Kampf, der Psalm des Kampfes. Und da heißt es unter anderem in Vers 18 bis 20, er rettete mich vor meinen starken Feind, und vor meinen Hassern, denn sie waren mächtiger als ich. Oh, mächtige Hasser, starke Feinde. Der Herr rettet dich. Sie ereilten mich am Tage meines Unglücks, meines Elends, meiner Not, meiner Bedrängnis, meiner Wüste, meiner Arbeitslosigkeit, meiner, was auch immer. Aber Jahwe wurde mir zur Stütze und er führte mich hinaus ins Weite. Er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Gut, klingt super, ne? Der Herr tut das. Der Herr ist da. Aber jetzt pass mal auf, wie es weitergeht. Ab Vers 33. Psalm 18, ab Vers 33. Und das ist eigentlich das, wie der geistliche Kampf funktioniert. Gott umgürtet mich mit Kraft. Und untadelig macht er meinen Weg. Er macht meine Füße den Hirschen gleich und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände das Kämpfen. Aha, er lehrt meine Hände das Kämpfen. Und meine Arme spannen den ehernen Bogen. Dann geht's weiter. Und du gabst mir den Schild deines Heils. Und deine Rechte stützte mich. Und deine Herabneigung machte mich groß. Du schaffst Raum meinen Schritten unter mir. Und meine Knöchel haben nicht gewankt. Und Achtung, meinen Feinden jagte ich nach und erreichte sie. Und ich kehrte nicht um, bis ich sie aufgerieben hatte. Ich zerschmettere sie, dass sie nicht mehr aufstehen konnten. Sie fielen unter meine Füße. Und du umgürtest mich mit Kraft zum Kampf, beugtest unter mich, die gegen mich aufstanden. Meine Feinde aber, du hast sie vor mir in die Flucht geschlagen und meine Hasser, ich habe sie vernichtet. So, das musst du dir mal wirklich bewusst machen, um was es hier geht. Das ist ja eine gigantische Kampfsituation.
Hier geht es um diese Feinde, die David hier gegenüberstehen, die ihm nach dem Leben trachten. Damals reale Feinde, reale Menschen, heute im Geistlichen zu verstehen. Geistliche Mächte, die dir dein Leben rauben wollen, die gegen dich aktiv sind. Und du musst mit der Hilfe des Herrn, mit seinem Beistand, mit seiner Weisheit deinen Kampf selber kämpfen. Ja, wie es hier heißt, ich jagte meinen Feinden nach. Ich kehrte nicht um, bis ich sie aufgerieben habe. Ja, meine Hasser, ich habe sie vernichtet. Interessanterweise, vorhin heißt es, meine Hasser, denn sie waren mächtiger als ich. Aha. Und trotzdem, obwohl die mächtig waren, obwohl die stark waren, kommt hier die Situation, weil es mit dem Herrn ist, weil der Herr uns trainiert hat, können wir dagegen angehen. Was immer in deinem Leben gegen dich steht, wie immer der Feind heißen mag, der in deinem Leben gegen dich aktiv ist, du kannst ihn mit dem Herrn besiegen. Aber du musst aktiv sein. Ja, guck mal, es war nicht so, dass David gesagt hat, oh Herr, erledige die Philister, ich setze mich jetzt hier hin und schaue zu, wie mächtig du das tust. Ja? Nein, er und seine Leute mussten kämpfen. Aber Gott war da und hat den Sieg gegeben. Und genauso ist es in deinem Leben. Und das Elend ist, leider, viele, viele Christen tun das nicht. Viele, viele Christen kämpfen nicht. Warum auch immer. Ja? Sie erwarten, dass Gott das irgendwie tut. Sie erwarten, dass der irgendwie aktiv wird. Irgendwie muss er doch was machen. Ja? Und dann sind sie frustriert und weinen und sagen, ach Gott, tu doch was. Du liebst mich doch. Siehst du denn nicht, wie schlecht es mir geht? Warum lässt du mir das denn zu, dass es so aussieht? Tu doch was, mach doch was. Liebst du mich denn gar nicht? Wieso das alles? Greif doch ein. Und immer die gleichen Gebete und es passiert nichts. Ja, das ist einfach deshalb, weil du derjenige bist, der vorwärts gehen muss, der kämpfen muss. Und Gott an deiner Seite steht. Er ist bei dir. Aber du hast die Waffenrüstung an. Warum hast du die Waffenrüstung denn an? Weil du kämpfen sollst. Nicht der Herr kämpft für dich, sondern der Herr steht mit dir, gibt dir Weisheit, gibt dir Rat. Und du bist derjenige, der gegen diese Dinge im Geist angeht. Ne? Der Herr sagt, tu du etwas, ich stehe an deiner Seite. Ne? Und er hilft dir mit Training, mit den richtigen Impulsen, mit den richtigen Informationen, mit den richtigen Waffen, denk an das Schofar von mir aus, mit der richtigen Erkenntnis, mit Worten, mit Offenbarung, mit Impulsen, mit Eindrücken, auch im Geistlichen, aber kämpfen musst du. Ich sage dir eins, wenn du nicht kämpfst, wird nichts passieren. Die Situation wird so bleiben, wie sie ist, oder schlimmer werden. Ein Beispiel dafür ist wiederum David. David mit Goliath, das ist ja wirklich eine super bekannte Story. Ja, da war folgende Situation. Wochenlang war da so eine Pattsituation. Da waren die Philister auf der einen Seite und dann waren die Israeliten auf der anderen Seite und dazwischen war irgendwie so ein Tal und dann kam da der Goliath als Vorkämpfer, als Riese und hat da rumgelästert und gewettert und hat gesagt, dann schick mal einen, der mit mir kämpft, so als Zweikampf. Und es hat sich keiner getraut. Und es passierte nichts. Der Feind hat getöst und rumgelästert und geschimpft. Und das Volk des Herrn, ja, die Israeliten, die haben sich geduckt und waren in Angst. Der Feind war hat gedroht, das Volk hatte Angst. So, und dann kam irgendwann David dazu. Ne? Der kam da einfach hin, politisch vollkommen unkorrekt, hat sich das angeguckt, hat gedacht, was ist denn das hier für ein unbeschnittener Philister? Den muss man erledigen. Ging hin und hat, weil er auf den Herrn vertraut hat, einfach diesen Feind erledigt. Ohne großen Aufwand. Die Sache war relativ schnell passiert, aber er musste was machen. Solange die Pattsituation war, solange die Feinde getöst haben und gleichzeitig niemand dagegen gegangen ist, blieb es. Und genau das ist im Leben vieler Christen der Fall. Aber wenn du kämpfst, kannst du den erledigen mit der Weisheit des Herrn, mit der vom Herrn geleiteten Stein, der den Feind an der Stirn trifft und ihm dann tatsächlich den Kopf abhacken. Im Geist natürlich. Die geistlichen Feinde, die gegen dich stehen. Die Mächte, die dir dein Leben rauben wollen. Genau. Und jetzt kommen wir zurück zu diesem gigantischen Tisch, diesem riesigen Buffet in der Wüste. Dort im Tal des Todesschattens. Ne? Alle Segnungen sind da. Für dich. Genau da, an der Stelle, sind sie für dich. Aber wie bekommst du denn jetzt diese Segnung? Die sind da aufgebaut, mitten in der Wüste. Alles da, alles. Was du dir doch vorstellen kannst. Was musst du tun? Bitte da.
Was musst du tun? Du bist derjenige, der sie nehmen muss. Du bist derjenige, der sie ergreifen muss, der sich danach ausstrecken muss. Du bist derjenige, der aktiv sein muss. Weißt du, Gott stopft dir nicht irgendwas in den Mund. Der dachte, hier habe ich dir was zu essen hingestellt, jetzt tue ich dich füttern wie ein Kleinkind. Zumindest gibt das nur in extrem seltenen Ausnahmen. Weißt du, nur Kleinkinder werden gefüttert. Das gilt auch geistlich. Aber du bist kein Kleinkind mehr. Du bist jemand, der kämpfen soll. Du bist jemand, der vorwärts gehen soll. Und das Problem bei der ganzen Sache ist, man kann dort an dem Buffet, an diesem Tisch, der für dich bereitet ist, verhungern. Man kann dort an diesem genialen Tisch mit all den Herrlichkeiten verdursten. Und man kann vor einem besiegten Feind kapitulieren. Man kann niedergeschlagen sein, trotz allen Segnungen des Herrn. Weißt du, so viele Kinder Gottes sind zufrieden mit so, so wenig. Aber jetzt stell dir das nochmal vor. Du schreitest jetzt langsam, völlig verwundert auf diesen genialen Tisch zu. Ein unfassbar gedeckter Tisch. Nur für dich. Dein Tisch in deiner Wüste, wo du durch dein Tal des Todesschattens durchgegangen bist. Mit all den Herrlichkeiten für dich. Du schaust dich um, nach rechts, nach links. Bist begeistert von dem, was du da siehst. Fantastisch. Es ist ja wunderbar. Und dann, während du da so guckst, auf einmal erschreckst du, weil du hast den Blick ein bisschen erhoben. Und was siehst du? Da stehen sie, die Feinde. Sie stehen da. Da ist der Tisch vor dir und gar nicht weit entfernt stehen die Feinde. Wie an einer Linie, soweit du gucken kannst. Feinde. Ja? Aufgereiht. Die sehen entsetzlich aus. Die sind voller Hass, voller Niedertracht, voller Bosheit. Sie wollen dich packen am liebsten. Sie wollen dich vernichten. Sie wollen dich am liebsten zerfleischen. Ja, sie wollen dich auf jeden Fall erledigen. Aber sie können nicht über diese Linie. Sie können nicht näher an dich ran. Da ist etwas, was sie zurückhält. Da ist etwas, was da eine Trennung ist, eine Barriere für sie. Ja, sie können nicht an dich rankommen. Aber sie glotzen dich an mit Blut und laufenden Augen. Ja, sie geifern, ne? Sie kochen vor Wut. Und gleichzeitig sind sie verzweifelt, weil sie eben diese Segnung sehen für dich und es nicht verhindern können. Der Tisch ist da, die Feinde sind da und du bist da. Der Tisch ist für dich. Die können nicht verhindern, dass du dir nimmst. Sie können es nicht blockieren. Es ist von Gott für dich. Kein Feind auf der Welt, kein Teufel, kein Dämon, kein nichts kann verhindern, dass du das empfängst, was Gott für dich hat. Der Einzige, der das kann, bist du selbst. Wenn du sagst, ich nehme mir nichts, ich strecke mich damit danach nicht aus. Nicht wahr? So, und jetzt siehst du dich um. Wie gesagt, angesichts des Feindes. Und da entdeckst du etwas Geniales auf dem Tisch. Und sagst, ah, das ist ja super, das wollte ich schon immer haben. Fantastisch. Und du streckst die Hand aus und willst es dir nehmen. Und gerade als du es ergreifen willst, ein gellender Schrei. Du zuckst zurück. Das ist nicht für dich. Finger weg. Und du bist erschrocken und sagst, okay, sorry. Unwillkürlich trittst du einen Schritt zurück. Das war der Feind. Er hat dich angeschrien. Dann gehst du ein paar Schritte weiter zur Seite. Da siehst du wieder was Grandioses. Ah, das ist ja genial. Das ist schon lange etwas, wonach mein Herz verlangt. Das will ich haben. Und du streckst deine Hand aus und in dem Moment, wo du es packen willst, wieder dieses Schreien des Feindes. Das nicht! Das hast du nicht verdient! Du bist nicht heilig genug dafür! Finger weg! Und wieder streckst du zurück. Und so geht das weiter und weiter und weiter. Du siehst etwas, was der Herr für dich hat.
In dem Moment, wo du dich danach ausstreckst, wo du es greifen willst, kommt die scharfe Stimme des Feindes, der dir verbietet, das zu nehmen. Du bist nicht gut genug. Du bist nicht rein genug. Du hast nicht genug gebetet. Du hast nicht genug gefastet. Du hast nicht genug Zeugnis gegeben. Du hast nicht genug in der Bibel gelesen. Ja? Du hast nicht genug evangelisiert. Du hast nicht genug gearbeitet. Du hast das und das und das nicht genug. Das ist nicht für dich, schreit er dich an. Ja? Du weißt nicht genug. Du bist nicht ausgebildet genug. Und so weiter. Bei jedem Ding, was du greifen willst, irgendein infernalischer Schrei des Feindes, der dir verbieten will, das zu nehmen, was der Herr für dich hat. Und weißt du was? Dieses Ding vom Feind, das ist die eigentliche Herausforderung. Diese Einredung dieses Schreien des Feindes, diese manchmal auch als Einflüsterung empfundenen, ja, das ist der eigentliche Kampf, das ist die eigentliche Herausforderung. Du willst die Segnung Gottes haben und der Feind redet auf dich ein. Und das sind ganz unterschiedliche Sachen. Ich habe mal einige aufgeschrieben, wie das sein könnte. Ja, wenn du etwas nehmen willst, dich ausstrecken willst nach den Segnungen Gottes und der Feind versucht durch sein Einreden, dich davon abzuhalten. Könnte beispielsweise so sich anhören. Denk an deine Sünden, an dein Versagen, an deine Probleme. Das, womit dem du zu kämpfen hast. Denk dran, das hier ist nur für Bessere. Das ist für Leute, die das irgendwie unter den Füßen haben. Du bist doch ein Versager. Ist nicht für dich. Finger weg. Vielleicht kennst du solche Einflüsterungen des Feindes. Ja? Oder er sagt zu dir, meinst du denn wirklich, sag mal ganz wirklich, dass dieser Tisch wirklich für dich ist? Ha? Also der ist doch echt für andere. Nimm dir hier bloß nichts. Bedien dich hier bloß nichts. Weißt du was? Das ist ein echtes Vergehen, wenn du dir hier was nimmst. Wer denkst du denn, wer du bist? Wer denkst du denn, wer du bist? Sei doch nicht so anmaßend. Das ist auch eine Methode, wie der Feind uns abhalten will, die Segnung Gottes zu empfangen. Oder auch eine sehr beliebte feindliche Methode. Er sagt, pass auf, wir warnen dich. Wir warnen dich ernstlich. Wenn du hier etwas nimmst, du kriegst richtig Schwierigkeiten mit uns. Richtig, nimm dich in Acht. Wir werden uns rächen. Wir werden dir Probleme machen. Wir machen dich fertig. Wir werden dich jagen. Du wirst deine Anerkennung verlieren. Deine Mitmenschen werden neidisch sein. Deine Mitchristen werden neidisch sein. Wir ruinieren dich. Wir ruinieren deine Gemeinde. Man wird dich ächten. Man wird vor dir warnen. Die Leute kommen nicht mehr. Du bist ein Fundamentalist. Wir werden dafür sorgen, dass du als Fundamentalist beschimpft wirst. Ja? Du bist nicht mehr relevant für die Welt. Ja? Solche Einflüsterungen. Solche Dinge finden wir in der Bibel beispielsweise bei Daniel oder bei Schadrach, Meschach und Abednego, den drei Männern im Feuerofen. Ja? Die waren auch nicht relevant für das Weltsystem. Die haben ihre Position bezogen und haben nicht mitgespielt. Aber der Feind kommt und redet und redet und redet, um ja damit zu bringen, Böses gut zu heißen und abzunicken. Tja, das ist eine sehr beliebte Methode des Feindes. Und er hat viel Erfolg damit. Oder aber, er schreit, und das ist auch sehr effektiv, er schreit, Vorsicht, sei vorsichtig. Dieser Tisch hier, der hier steht, der ist gar nicht von Gott. Der ist gar nicht von Gott. Das ist gefährlich, das ist vergiftet. Nimm dir bloß nichts. Nicht nehmen, denn das ist ja gerade die Verführung. Du denkst, das sind die Segnung Gottes. Nein, das ist gerade die Verführung. Meinst du denn, hier in der Wüste wird so ein Tisch stehen, der wäre von Gott? Du denkst, das wäre von Gott? Nimm dich in Acht. Denk doch mal nach. Denk doch mal nach. Kann doch gar nicht von Gott sein. Das ist doch fake. Hüte dich, irgendetwas zu nehmen. Ja? Vielleicht sagen sie auch, das ist dann so eine Spielart davon, das hier, was du hier siehst, ist nicht für dich. Das gab es nur in der Urgemeinde. Das gab es nur bei den Aposteln, bei den ersten Aposteln. Finger weg. Das hat lange aufgehört. Das gibt es gar nicht mehr. Das hier ist fake. Oder es heißt eventuell, pass mal auf, wir warnen dich davor. Wir meinen es eigentlich nur gut. Wir warnen dich davor, wenn du hier dich damit beschäftigst, mit diesen Sachen, mit diesen Dingen, die du als Segnung empfindest. Du weißt was, das wird Gott wirklich gegen dich aufbringen. Das ist nicht in Ordnung. Und da gibt es Warner und Mahner und irgendwelche Leute, die dich davon abhalten wollen.
Der Feind arbeitet da sehr, sehr effektiv. Oder eine andere Methode, die auch immer wieder bei manchen Leuten funktioniert, ist die, dass der Feind sagt, in dem Moment, wo du dich ausstrecken willst und die Segnung Gottes für dich ergreifen willst, die er für dich hat, ne? Weißt du was? Gott mag es überhaupt nicht, wenn du dich nach diesen Segnungen ausstreckst, wenn du die nimmst. Ja, natürlich, die sind da. Richtig, richtig. Aber weißt du was? Der findet es viel, viel, viel besser, wenn du demütig bist. Wenn du ihm zeigst, ja, dass du hungrig bist, dass du durstig bist und dass du trotzdem aushältst. Der will gar nicht, dass du dich daran bedienst. Ist alles da schon richtig, aber das, er will nicht. Du musst Stärke zeigen, ja. Du musst ausharren, verzichten. Zeig deine Hingabe gerade darin, dass du dir nichts nimmst. Das findet er gut. Das mag er. Das ist ihm viel lieber, ne? Es ist ihm lieber, wenn du arm bist, wenn du schwach bist, wenn du krank bist, wenn du erfolglos bist, wenn du niedergeschlagen bist, wenn du hungrig bist. Das ist wahres christliches Leben. Das ist wahre Demut. Das ist wahre Hingabe. Der unterste Weg. Das ist das, was ihm die meiste Ehre gibt. Leide willig, ohne zu klagen. Aber durch Trübsal hier führt der Weg zu dir. Tja, vielleicht kennst du diese Art von Sprüchen. Vielleicht kennst du das. Eine andere Methode ist die, sei nicht so gierig. Er ruft dir zu, sei nicht so gierig. Sei nicht so unverschämt. Nimm dir nichts, denn die anderen haben sich ja auch nichts genommen. Sonst wäre der Tisch ja schon leer. Lass das für die anderen, die nach dir kommen. Sei bescheiden. Nimm dir nichts. Das ist wahre christliche Tugend. Du kennst diese Einflüsterungen vom Feind oder dieses Schreien vom Feind vielleicht, ja? Oder er sagt, auch sehr effektiv, hast du nicht gelesen, liebe deine Feinde. Das heißt, schau auf uns, schau nicht auf das Buffet mit diesen Segnungen, beschäftige dich mit uns. Das ist deine Aufgabe. Wir sind real. Fokussiere dich auf das, was wirklich wichtig ist. Nämlich uns, den Feind. Fokussiere dich auf uns, schau auf uns. Ja, guck nicht auf das Buffet vor dir, guck auf uns. Wir sind auch da. Schau uns an, schau uns an. Ja, das ist viel wichtiger. Und du wirst sehen, je mehr du dich mit uns beschäftigst, desto mehr verblasst das alles und der Tisch und so weiter. Das wird immer unwichtiger. Ja, schau den Tatsachen ins Gesicht. Das ist real, das sind wir, deine Feinde. Es gibt Leute, die beschäftigen sich den ganzen Tag mit dem, was der Feind macht, anstatt die Segnung des Herrn zu sehen. Vielleicht kennst du solche Leute. Ja? Eine andere Art, wie der Feind rumschreit, ist vielleicht die. Glaubst du sowas wirklich, hier das mit diesen Segnungen? Glaubst du das wirklich? Ist doch nur eine Fata Morgana. Halluzination, bloßes Wunschdenken. Ist doch Unsinn. Fantasterei. Tagträume, seid doch mal Realist, gibt es doch im 21. Jahrhundert nicht mehr solche Segnungen oder was die da in der Urgemeinde hatten, also bitte, ja. Vielleicht kennst du auch solche Sprüche. Oder, und das ist eine ganz perfide Methode des Feindes, er macht es auf diese Art und Weise. Er sagt, hör mal, das sind die Segnungen, die sind da, ist für dich, ne? Aber, denk mal nach, du bist nicht würdig, dir das da einfach zu nehmen. Weißt du, du brauchst einen Mittler. Du brauchst jemanden, der das für dich nimmt. Jemanden, der das für dich aussucht, der Bescheid weiß, der sich auskennt. Ja, der nimmt das und der gibt dir dann zu gegebener Zeit die für dich angemessene Menge. Ein Mittler. Ja, das ist wichtig, dass du so einen Mittler hast. Und der ist dazu berufen, der ist dazu ordiniert, der ist dazu beauftragt. Allein nehmen darfst du dir gar nichts. Das ist gefährlich. Ich weiß ja gar nicht, was das ist und ob das gut für dich ist. Du brauchst einen Mittler. Und dann stehst du da und wartest auf irgendeinen Mittler, der dir irgendwas gibt. Und ob das das ist, was der Herr oder wonach du dich ausstrecken möchtest, das ist die große Frage. Und dann natürlich, und das ist jetzt mein letzter Punkt, von dem, wie der Feind auf uns einredet. Er sagt, weißt du was?
ist ja hier schön mit dem Buffet, aber komm mal mit, wir haben auch ein Buffet für dich. Wir möchten dir auch was anbieten. Das hier ist ja okay, aber schau doch auch mal bei uns. Nimm lieber von unserem Buffet. Wir haben auch einen reichen Tisch für dich gedeckt. Komm doch mal hier. Und dann zeigen sie dir, was es da gibt. Und dann hast du da eine Reihe von Dingen, beispielsweise wie Bequemlichkeit oder Faulheit. Angst, Furcht, Sorge. Ne? Eine halb zerbrochene Plastikschüssel, ja, mit Geldnot, Schulden und Armut, wo du dich bedienen kannst. Mit Lauheit, Unglaube, Kleinglaube, ein Blecheimer mit Zweifel. Klasse. Kannst dir nehmen, nimm dir. Tratsch, Dummheit, Mutlosigkeit. Ja? Habgier, Geiz, Hilflosigkeit, Ohnmacht und einen alten Tonpott mit Krankheit, Schmerzen und Gebrechen. Schmierige Glasschüssel mit Sucht. Menschenfurcht, Religiosität, ein Pappteller mit einer Ladung Egoismus und Stolz, Hass, Unvergebenheit, Lüge, Misstrauen, Eifersucht, Neid, Pornografie, auf einem schönen alten Kuchenblech dargebracht, Undankbarkeit, Gewalt, Missbrauch, Ablehnung, Perfektionismus und. Der Feind hat auch sein Buffet aufgebaut und er möchte, dass du dich da bedienst. Er möchte, dass du dir davon nimmst. Und wenn du nicht weise bist, dann befindest du dich ruckzuck am Buffet des Feindes und er will, dass du dir das Zeug reinstopfst. Noch und nöcher. Sei weise und sieh zu, mit was du dich beschäftigst und vor welchem Tisch du stehst und was du akzeptierst, was du überhaupt annimmst. Hör nicht auf das Geschrei des Feindes, auf deine Einflüsterung, ob durch Leute oder indem das direkt zu dir sagt oder durch falsche Theologie oder sonst was. Der Herr hat Segnungen für dich und diese Segnungen sind für dich, damit du deinen Weg, deinen Kampf ordentlich machen kannst, damit du ordentlich vorwärts gehen kannst. Du kannst vor der Quelle verdursten. Du kannst vor dem überreich gedeckten Tisch verhungern. Du kannst vor einem besiegten Feind aufgeben und kapitulieren. Das soll aber nicht für dich gelten. Das darf nicht für dich gelten. Du kannst, obwohl du ein Kind Gottes bist, an all den Segnungen, die Gott für dich hat, vorbeigehen. Warum? Weil du nehmen musst, empfangen musst, aktiv sein musst. Glaubst du denn wirklich, mal so ganz richtig wirklich, dass Gott daran gefallen hat, wenn jemand seine Kinder arm sind, krank sind, schwach sind? Ja, leiden, niedergeschlagen, depressiv, zwanghaft, verschuldet. Meinst du, das ist ihm wohlgefällig? Was ist denn das für ein krankes Gottesbild? Ne? In Lukas 11, Vers 11, sagt Jesus, wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und er wird ihm statt des Fisches eine Schlange geben. Oder auch, wenn er um ein Ei bäte, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Gott gibt Gutes. Das ist unmissverständlich. Ich weiß überhaupt nicht, wie man einer schrägen Theologie nachfolgen kann, dass es Gott wohlgefällig ist, wenn er dir Schlechtes gibt. Ja, wenn er dir Armut gibt und Schmerzen gibt und Krankheit gibt und sonst was. Und manche Leute denken, das ist von Gott. Das ist eine ganz eigentümliche Theologie. Ja? So, ich sage dir eins, fang an, dich bei den Segnungen Gottes zu bedienen. Fang an, dir zu nehmen. Fang an, zu empfangen. Bedien dich. Das ist für den Herrn die größte Freude. Denn dafür hat er das dahingestellt. Dafür hat er es dir gegeben. Es ist für dich. Mitten in der Wüste, mitten in der Bedrängnis, für dich. Nimm. Nimm dir vom Buffet. Warum sollte er denn sonst einen Tisch angesichts deiner Feinde aufbauen? Dein Tisch, deine Feinde und du. Und du entscheidest, welche Segnung du nimmst oder du nicht nimmst oder gar vom Feind dich an seinem Tisch bedienst. Es liegt auch an uns. Es liegt vieles an uns. Wir sind verantwortlich. Und wir dürfen nicht einfach alles immer auf den Herrn schieben und sagen, er muss den Job machen. Was haben wir denn jetzt zum Beispiel auf diesem Tisch da so alles stehen? Nur auch wieder so ein paar Punkte, die mir einfach mal so eingefallen sind, was da stehen könnte. Heilung, Befreiung, Weisheit, Vision, die er dir gibt. Ja, das Hören deiner Stimme,
hatten wir vorhin, Verständnis, Durchbruch, Halleluja, wie Wasser den Damm durchbricht, ne? Versorgung, Beförderung, gutes Arbeitsverhältnis, Freude, Frieden, Shalom, alle Arten von Segen, alle Arten von Segen in jeder nur denkbaren Art und Weise. Im Berufsleben, in der Arbeit, im Geschäft, in der Ausbildung, in der Familie, wo immer du gehst und stehst, Segen. Die hat er für dich. Klarheit im Denken, Mut, Entschlossenheit, Stärke, innere Kraft, ein gesundes Selbstbild und ein gesundes Gottesbild. Das bewahrt dich vor mancher schrägen Theologie. Gute Beziehung, Autorität, Position im Geist, Sieg im Geist, Christi Sinn, natürlich auch Trost. Solche Dinge wie Gerechtigkeit, deine Berufung, die Liebe des Vaters, darüber haben wir auch schon gesprochen heute. Gute Freundschaften, ja, den richtigen Ehepartner. Für Eltern, Kinder, die sie bekommen, gesunde Emotionen, die Gaben des Geistes natürlich. Sieg über Sünde, über Sucht und Freiheit. Freiheit, 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 Freiheit. Freiheit vor Todesfurcht, Freiheit vor Angst, Freiheit vor Sorgen, Freiheit vor negativen Gedanken, Freiheit vor feindlicher Bedrängnis, Freiheit von Zorn, Freiheit von Albtraum, Freiheit von Ärger, Freiheit, Freiheit und so weiter und so weiter und so weiter. Ich sag dir, der Tisch ist so weit, wie du gucken kannst. In die Richtung und in die andere Richtung auch. Segnungen noch und nöcher hat er für dich und es gibt Dinge, die du brauchst. Die sind da. Die will er dir geben. In Johannes 1, Vers 16 heißt es, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Und zwar Gnade um Gnade. Das ist es, was hier passiert. Aus Gnade darfst du empfangen von dem, was der Herr an seiner Fülle für dich hat. Ja? Und so versucht Paulus das darzustellen in Epheser 3, wenn er sagt, ab Vers 18, wir müssen imstande sein, wir müssen kapieren, wir müssen ein Verständnis davon bekommen, ja? Mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Er sagt, wir brauchen Verständnis dafür, was diese Fülle beinhaltet. Wir brauchen Verständnis, was die Liebe Gottes ist. Wir müssen es kapieren. Und dann spricht er hier von vier Dimensionen im gewissen Sinne. Ja? Eine Offenbarung davon bekommen, was Gott für uns gegeben hat, was uns im gewissen Sinne zusteht, was er für uns hat, was wir nur nehmen brauchen. Das ist so wichtig, dass wir ein gesundes Selbstbild haben und wissen, was unsere Identität in Christus ist. Weißt du, es gibt hier ein völlig falsches Bild bei vielen Christen von Demut. Man meint, Demut wäre so richtig minderwertig und sich so wie ein Würmchen zu sehen und so weiter. Das hat nichts mit Demut zu tun. Das ist krank. Demut heißt, du siehst die Dinge so, wie Gott sie sieht. Und du siehst auch dich so, wie Gott dich sieht. Du beurteilst die Dinge so, wie Gott sie sieht. Ja? Und dann weißt du, ohne ihn bist du verloren. Und du weißt, mit ihm kannst du alle Schlachten gewinnen, die überhaupt nur jemals auf dich dir gegenüberstehen sollten, wie David. Ja? Das heißt nicht, sich gering zu achten und klein zu machen, das hat nichts mit Demut zu tun. Das ist eine kranke Form von Stolz. Demut ist, du denkst so, wie Gott denkt, du siehst dich so, wie Gott dich sieht und du akzeptierst das. Das, jawohl, dazu stehe ich. Und ich schließe hier mit Römer 8, Abvers 31. Und die Bibelstelle kennst du. Das ist eine sehr bekannte Bibelstelle. Ne? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Und jetzt kommt, Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deswegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber, in diesem allen
all diesen Problemen, all diesen Attacken, all dieser Situation, all diesem Tal des Todesschattens, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Und ich möchte dich einladen, dieses Bild einfach zu behalten. Ja? Dieses Bild mit dem, dass du diesen Tisch siehst, dass du die diese Fläche siehst, ja, da die Feinde, wie sie auf der Reihe sind und gucken und wie du trotzdem dich bedienen kannst, wie du trotzdem nehmen kannst, wie du trotzdem in den Segnungen des Herrn bist. Versteh mich richtig, es geht ja nicht darum, auf Wolke 7 durchs Leben zu schweben und nur mit allem gepudert und versorgt zu sein. Darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass du die Kämpfe, den Lauf, den der Herr für dich hat, gut und effektiv laufen kannst. Dass du die Feinde erledigen kannst. Dass du die Segnung Gottes für dich empfangen kannst. Damit du auch anderen zum Segen sein kannst. Ja? Damit du für andere was hast, was du weitergeben kannst. In den Zeiten, in die wir hineingehen, wird das zunehmend wichtig. Ja? Dass wir Leute sind, die für andere Segen haben und die sich um andere kümmern können. Ja? Denk einfach an diesen Tisch in der Wüste. Für dich. Für dich. Amen. Was für ein starkes Bild und auch eine Erweiterung des Psalm 23 von einer ganz anderen Seite. Das war die Absicht. War wirklich cool. Ich weiß, dass viele Leute, auch gerade viele ältere Leute, diesen Psalm 23 auswendig können. Und es ist irgendwie immer so ein bisschen der Trostpsalm. Aber es steckt doch sehr viel, komm in die Puschen drin. Komm in Aktion, steh auf und mach dich bereit zu nehmen, zu kämpfen, anzutreten gegen den Feind. Das war heute Abend wirklich eine Breitseite. Ja, und, während, und stark auf David basiert. Genau, während du gesprochen hast, habe ich einfach so gehorcht, was für einen Übungstext können wir denn jetzt nehmen am Schluss, dass wir lernen, im Kampf zu laufen und zwar nicht aus unserer eigenen Kraft, aus unserem eigenen Ding oder unseren eigenen Strategien, sondern mit dem Wort Gottes, mit den Verheißungen des Wortes Gottes. Und dann habe ich aufgeschlagen Epheser 6, Vers 10. Und die Leute, die schon öfter hier mit uns im Livestream gewesen sind, die wissen, wir lieben das, wenn wir das Wort Gottes so greifbar und für uns nutzbar zu machen, wie es nur irgendwie geht. Ja. Und dass wir das in diese Ich-Form reinbringen. Du hast gesagt, ich muss das machen. Nicht der Herr macht alles und ich gucke zu, wie er das macht. Das ist vielleicht manchmal auch das Ding, aber wir wollen Menschen sein, die andere trainieren, aufzustehen und im Kampf stark zu werden. Amen. Und die Überschrift hier von diesem Epheser 6 Text, den kennen viele auswendig. Viele sagen, ja, die Waffenrüstung, ich habe heute Morgen schon die Waffenrüstung angezogen. Ich frage mich manchmal, warum sagen sie, ich habe die heute Morgen angezogen? Eigentlich sollten wir da drin sogar schlafen. Die brauchst du gar nicht ausziehen. Genau, und wenn wir nachher alle uns ins Bett legen, denk mal drüber nach und sag, naja, also die Waffenrüstung, die Gott mir persönlich gegeben hat, die passt Tag und Nacht. Yep. Damit kann ich sogar schlafen, denn manchmal kommt der Feind nachts und fängt an zu sticheln und in unseren Gedanken zu agieren und dann legt er uns irgendwelche Dinge vor, was wir jetzt doch unbedingt bedenken müssten und schon sind wir barfuß auf irgendeinem Schlachtfeld zu finden oder sogar schon niedergeschlagen, bevor wir überhaupt angetreten sind. So, und vielleicht kannst du diese Übung für dich zu Hause in deiner Gebetszeit einfach mal machen. Du kannst jetzt mitlesen, damit du den Verlauf so ein bisschen mitkriegst.
aber ich lese diesen Text vor in dieser Ich-Form. Ich sage es immer wieder, es dreht sich nicht darum, dass wir Bibeltext verändern wollen. Das geht gar nicht. Aber es kann zu uns zu einer Hilfe im Gebet sein, dass wir lernen zu kämpfen in der richtigen Art und Weise. Dass wir lernen, das Wort für uns persönlich so zu verstehen und anzunehmen, wie es gedacht ist. Genau, wir nehmen jetzt von dem Tisch der Verheißungen des Wortes Gottes und nehmen das in uns auf und wir sagen so wie Jesaja, ich habe dein Wort gegessen und es war mir süß. So, ab Vers 10. Schließlich werde ich stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich ziehe die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ich gegen die Listen des Teufels bestehen kann. Denn mein Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Hey, das ist ein starkes Programm, was der Herr uns da auf den Tisch legt. Deshalb ergreife ich die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ich an dem bösen Tag widerstehen und, pass auf, und stehen bleiben kann. So stehe ich nun, meine Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Amen. Bei alledem ergreife ich den Schild des Glaubens, mit dem ich alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen kann. Ich nehme auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Amen. Das yes. ist das Wort Gottes. Und mit allem Gebet und Flehen bete ich zu jeder Zeit im Geist und wache hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Preis den Herrn. Das ist die Ausrüstung, die Gott uns gegeben hat, damit wir gegen die Listen des Feindes aufstehen können. Und wir nehmen von seinem Tisch Gnade um Gnade. Wir nehmen den Becher des Heils. Wir haben Anteil an seinem Leid, an seinem Sterben, an seiner Auferstehung. Wir haben Anteil mit der Versorgung von ihm. Amen. Und wir nehmen und werden beschenkt durch seine Gnade. In Jesu Namen. Aktiv. Yes. Es geht wirklich darum, das aktiv zu nehmen. Weißt du, ich habe es letzte Mal schon gesagt, der Herr vergewaltigt dich nicht, der stülpt dir nicht was über, der verpasst dir nicht was, was du nicht haben willst. Ja, da gibt es diese bekannte Bibelstelle, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber es werden nicht alle gerettet, stimmt's? Es werden nur die gerettet, die aktiv es für sich in Anspruch nehmen, die sich bekehren, die ihn zum Herrn ihres Lebens machen, die sagen, das will ich haben. Ich nehme das für mich persönlich an. Und genauso ist es mit all diesen Segnungen Gottes. Du musst sie annehmen, du musst dich danach ausstrecken, du musst sagen, ich will es haben. Bete dafür, wenn du es brauchst. Aber sei aktiv. Ja? Das geht beispielsweise auch für Leute, die im Prophetischen aktiv sind, die da eine Gabe haben. Die haben sich ausgestreckt danach, die haben darum gebetet, gerungen, haben trainiert und sind dann da hineingegangen. Ja? Und das gibt es bei allen Sachen. Aktiv sein. Ja, warte nicht darauf, dass das irgendwie runtergeschwebt wird und dann hast du es, sondern streck dich danach aus. Und die Segnungen sind wirklich alle da. Mhm. Sie sind da. Ja. Ne? Aber wir müssen uns auch ausstrecken und müssen es ergreifen wollen. Gott hat alles gegeben, aber wir müssen auch nehmen. Und das war eigentlich der Fokus heute von diesem Abend. Sei aktiv, nimm. Und wir haben in Afrika immer wieder gelernt, die sind wirklich klasse, die sind sehr aktiv. Wenn da eine Predigt ist und da ist ja richtig Remi-Demi, ja, also auch Action da, sind die Leute dabei, die, die jubeln, die klatschen, die feuern den Prediger an. Ja. Und eine Sache, die sie immer wieder sagen, ist I receive. Da wird irgendeine Wahrheit weitergegeben und dann sagen die I receive. Das heißt, ich empfange es.
Ich empfange es für mich. Diese Wahrheit, die da gesagt worden ist, die nehme ich, die empfange ich. Da ist ein Segen, nehme ich. Ja. Ja, da ist eine Gebetserhörung für irgendjemand, der gibt sein Zeugnis, nehme ich auch für mich. Ja, nehmen, aktiv sein. Und das ist nicht irgendwie nur so ein, wie soll ich mal sagen, so ein Getue. Das ist tatsächlich, dass sie diese Wahrheit verstanden haben und aktiv es für sich nehmen, weil sie sagen, ich will das auch haben. Das gilt für mich. Diese Segnung hat der Herr auch für mich. Und das führt dazu, dass wirklich, wirklich Leute in diesen Segnungen in erstaunliche Sachen hineingehen können. Ja. In Kraft und in Versorgung des Herrn und was immer an Segen da ist. Ich habe früher oft so, wenn ich bestimmte Leiter, Prediger, so richtige feurige Leute gehört habe, dann habe ich immer gedacht, oh, schade, ich habe das nicht und so. Mm. Und dann war ich so, Später habe ich gelernt zu sagen, eines Tages werde ich auch das haben, was er oder sie hat. Eines Tages werde ich genauso stehen von dem, wie sie das gesprochen hat. Eines Tages werde ich genauso aufstehen, wie sie das gesagt hat. Und ich habe das immer proklamiert. Ich habe immer gesagt, es wird der Tag kommen, da werde ich das haben, weil der Herr es mir geben möchte. Ja. Und vielleicht sind da noch Dinge in meinem Herzen, in meinem Leben, die ich einfach öffnen muss. Wo ich sage, Herr, ich habe da ganz andere Erfahrungen, die ich irgendwie gehört habe, jahrelang gelebt habe, irgendwelche solche Dinge. Aber jetzt höre ich, es gibt mehr bei dir. Und ich mache Raum in meinem Herzen für mehr von dir. Amen. Und es wird der Tag kommen, da werde ich das alles haben. Genau. Da werde ich einfach frei an den Tisch treten und mir das und das und das und alles nehmen. Und ich werde es genießen, weil ich es von dir empfangen habe. So, in diesem Sinne. Werden wir noch genau dafür beten? Ja. Jawohl. Gut. Wir segnen euch. Ja. Wir segnen dich, dass du genau da hineinkommst in dieses, was der Herr für dich hat. Yes. Dass du bereit bist zu empfangen. Der Herr gibt dir nichts Schlechtes. Der Herr gibt dir nicht irgendwas, was böse ist. Er versorgt dich mit den Gutem. Segnungen. Du bist gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Das ist eine geistliche Wahrheit, egal wie deine Theologie vielleicht aussehen mag, das ist die Realität. Und diese geistlichen Segnungen in der Himmelswelt, die für dich zur Verfügung stehen, du empfängst sie, du gehst da hinein, du kommst immer mehr in die Freiheit der Kinder Gottes, du kommst immer mehr in das hinein, was der Herr für dich hat. Die Feinde, die jetzt noch dastehen und geifern, die können dich nicht davon abhalten und du wirst einen nach dem anderen in deinem Leben erledigen. Amen. Du wirst mit den Segnungen Gottes vorangehen und was immer da an Mächten der Bosheit in der Finsternis gegen dich aufsteht, du wirst dagegen angehen. Denk an Psalm 18. Du gehst dagegen an und du wirst von Sieg zu Sieg gehen mit der Hilfe des Herrn in deinem persönlichen Leben, in deinen persönlichen Kämpfen, in deinem Lauf. Das proklamieren wir über dich und deinen Lieben im Namen Jesus Christus. Yes. Und wir proklamieren, das wird die Tage, die jetzt vor uns liegen, es wird eine Zeit des Wachstums geben. Es wird eine Zeit der Zunahme in deinem Leben geben, dass du stark wirst im Herrn, stark in der Macht seiner Stärke, dass sein Leben in dein Leben immer mehr hineinflutet und dass du aufstehst in der Kraft Gottes, in der Macht Gottes. Ja. Du wirst stärker werden. Mehr. Du wirst. Mehr als ein Überwinder. Mehr als ein Überwinder. In Jesus' Amen. Name. Das Amen. Gilt für dich. Das gilt für dich. Halleluja. Amen. Sehr schön. Gott segne euch für nächsten diese Woche. Nächsten Freitag. Ja, nächsten Freitag zur gewohnten Zeit. Ja. Verinnerlicht alles. Ihr wisst, am Sonntag könnt ihr nochmal diesen Abend jetzt in, dem, auf unserer Webseite sehen. Ja. Bei Facebook ist es jetzt drin. Ihr könnt es einfach genießen. Bei YouTube, ihr könnt auf es, der Webseite. Bei, genau, ihr könnt es auch in kleinen Abschnitten hören. Ihr könnt mitschreiben, Wichtiges aufschreiben, hören, was sagt der Herr, was ist seine Betonung von dem, was wir gesagt haben, was wir alle gehört haben. Was ist seine Betonung jetzt für mich in meinem Wachstumsprozess, in meinem Kampf und was soll ich unternehmen und tun? So, wir segnen euch auch mit einer guten Nacht. Schlaf gut in der Waffenrüstung Gottes. Und bediene dich vorher noch am Tisch. Genau. Und wir verabschieden uns. Jawohl. Ciao, Blessings. Ciao.